Ja, zeig mir, wie ein Moslem betet. Ja, wie denn? Was willst du? Soll ich jetzt die Kamera aufmachen und vor und dich beten? Nach, nein, nein, nein. Sag mir, wie betet ein Moslem? Wie betet man ein Moslem? Komm drauf erzähl an, mir welcher? Allahu Akbar, Allahu Akbar weiter. Allahu Akbar. Hey, hör auf damit mit dieser Kinderfrage. Hey. Seht ihr? Hallo, seht ihr an alle Muslime? Du musst doch nicht rechtfertigen. Okay. Nicht rausschmeißen, okay. Ja, Carlo. Sei ein Mann. Sei ein stabiler Mann. Sei ein standhafter Mann. Sag ihm bitte seinen Herzen. Ich hab das an. Okay, seht ihr, jetzt fängt er an zu beleidigen damit. Ich hab das an. Ich hab das an. Carlo ist ein Kurde und 80% von den Kurden beten. Auf jeden Fall, an alle Muslime, habt ihr jetzt gerade gesehen, dass er kein Muslim war? Nein, guck mal. Der ist mehr Muslim als du, mein Herr. Darf ich ganz kurz, Carlo, er war noch nie ein Muslim. Da war bestimmt ein Muslim. Warte ganz kurz, Ex-Freund, hör mal zu. Alles ist in Ordnung. Warte mal ganz kurz, Leute, kann ich mal ganz kurz das Wort haben? Bitte ganz, ganz kurz, Ex-Freund, was auch immer. Schau mal. Alles in Ordnung, wir lassen das mal so stehen. Carlo ist kein Ex-Muslim, super. Alles in Ordnung. Was hat es jetzt daran geändert, dass deine Religion Menschen verachtet? Bitte schön, du darfst. Darüber können wir jetzt. Erstmal sag mir nicht, ob ich darf oder nicht darf. Punkt 1, Punkt 2. Darüber können wir gerne. Du darfst jetzt auf meine Sache eingehen. Bitte schön, du darfst jetzt eingehen. Lass mich doch mal reden. Lass mich doch mal reden. Es spielt gar keine Rolle, ob wir hier Ex-Muslime sind, ob wir Christen sind oder was auch immer. Es geht darum, dass deine Religion menschenverachtend ist. Was hat jetzt dies das geändert? Josef, wenn du so grinst, warte, guck mal, du als Muslim, du schreibst Ex-Freund Nergis, ja? Ja, ich schäm dich, wenigstens schäm dich vor deiner Religion, dass du sowas überhaupt schreibst, okay? Weil wir wissen genau, wer Nergis ist. Und Josef, du hattest Nergis? Immer bis jetzt meinen Respekt, du hattest immer noch bis jetzt meinen Respekt. Jetzt werde ich dich runterkicken, weil du respektlos fühlst. Okay. Erster Stelle an die muslimische Geschwister. Ich habe jetzt gerade bewiesen, dass dieser Typ kein Muslim war. Er ist ein Lügner. Warum redest du? Nein, entweder redest du über dein Müllbuch oder lass es sein. Okay. So okay. Haben wir auch gerade bewiesen, dass er kein Muslim war. Jetzt gehen wir auf die Frage, warum ist Koran menschenverachtend? Tamam, dann sagen wir jetzt, bitte mach denjenigen groß, der gesagt hat, dass der Koran menschenverachtend ist und er soll uns beweisen aus dem Koran, dass er menschenverachtend ist. Bitte schön, ich gehe auf schon beweisen. Bitte hol deinen Beweis, nicht aus deiner eigenen Lüge. Ich werde dir gar nichts beweisen. Nochmal eine Lüge aufgedeckt. Allahu Akbar, wallahi. Mach dich stumm. Alhamdulillah, Rabbil Arshil Azim. Nochmal eine Lüge aufgedeckt. Leute, passen die auf, ihr habt eine Bombe. Alhamdulillah, ihr seid alle Lügner und Heuchler. Der Bombe. Dann geh zu deiner Skydeck und hol dich da aus. Okay, alles in Ordnung. Wir sind die Lügner. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Du bist richtiger Mann. Alles in du Ordnung, noch einmal. Dreck. Dein Ey, Islam, du bist der große Dreck, weißt du warum? Ey, du bist der große Druck. Dreck. Du bist der große Dreck. Soll ich sagen, warum? Du bist der große Dreck. Soll ich sagen, warum? Weil ich es sage, aber ich habe keinen Beweis. Bist du ein Dreck? Du bist so eine Nervensäge. Bist du ein Dreck? Bist du Dreck, weil ich es sage? Nein, ich muss es doch beweisen, dass du ein Dreck bist. Nein, du musst nicht beweisen. Geh mal einfach raus. Ja, geh einfach raus. Ja, ja, Angsthase. Ich sage einfach nur Angsthase. Muslim. Bist du jetzt leise, Angsthase. Kein Beweis. Ihr seid einfach nur Lügner und Heuchler. Bleib mal in Ruhe oder bleib. Keiner hat mir was bewiesen. Keiner hat mir bewiesen, ihr Lügner, ihr Heuchler. Ich sag nicht, ich weiß ja nicht, aber noch eine oben drauf.
noch einer noch oben drauf. Alhamdulillah, der Islam wird siegen und die Muslime werden immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und ihr kackt ab mehr und mehr und mehr. Fairuz, Alhamdulillah, na'mat Islam, wa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tschüss, ihr Heuchler-Dickner. Geht zu dem Skyde, die schönen Grüße von das mir. Das war's, danke, danke, dass du oben warst. Ja, siehst du, das ist Islam. Ja, bitteschön. Ich soll Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sagen, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'zam, At-Tahiyyat, At-Tashahud, Assalamu Alaikum. Soll ich vor dich beten, Alter? Wer bist du überhaupt, Mann? Wer bist du überhaupt? Ja, ein Kind kann gebeten. Hallo, er war nervös. Gib mal Beweise, dass ich, wie man betet. Alter, wie lächerlich bist du, Mann? Hallo, soll ich dir mal was sagen? Schau mal, er war nervös. Schau mal, er war nervös aufgrund dessen, weil er weiß ganz genau, welche Punkte wir jetzt aufzählen werden. Er war nervös aufgrund dessen, weil er weiß, dass du Arabisch kannst, dass du auch das, was du redest, nämlich der Islam ist. Ihr kommt ja auch mit Fakten, ne? Du kommst ja auch mit Beweisen. Du zeigst ja ihr auch hier manchmal eher dies und so weiter. Deswegen reagieren diese Menschen nervös und möchten dann dich angeblich bloßstellen, wobei sie nicht merken, dass sie sich selber bloßgestellt haben. Ne? Und das heißt, diese Menschen sind so naiv, dass sie nicht mal so weit denken können. Alleine dieses Dazwischenreden, das ist schon, wie gesagt, er hat sich selbst schlafen gelegt. So. Ganz einfach, er macht sich selber damit fertig. Toni, das war doch dein Nachbar. Warum bist du nicht hochgekommen, Toni? Das war doch dein Nachbar, ich kenne ihn. Deswegen war ich mit Respekt mit ihm. Nur weil dein Nachbar ist, Toni. Ne Blättchen. Tamam. Ja, deswegen, wegen dir wirklich, Toni, habe ich ihn nicht beleidigt. Ne? Damit du Bescheid weißt. Ich weiß, wer der ist. Aber dieser Nerjes, brauche ich nicht mit ihm reden. Wenn ein Mann ist, soll er kommen mit seinem Müllbuch mit mir reden. Und ich soll ihm nicht Gebet machen oder sonst was. Assalamu alaikum, ja, Achi. Hallöchen. Hallo, hallo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, er meint den Ahmed, hallo, der gerade kurz hochkam und wieder runtergegangen ist. Ach so, ja. Ehrlich ist, so ein Kinderfragen immer. Ja, jetzt guck mal, ich weiß, dass er eine Aufnahme gemacht hat und Peter Postel, guck mal, Carlo ist kein Ex-Muslim. Ja, und jetzt? Und jetzt hat sich geändert, das Buch? Nein, immer noch, das Dreck steht da drin. Dieser ganze Müll steht da drin. Du musst niemandem beweisen, dass du ein Ex-Moslem bist. Nein, ich muss gar nicht beweisen. Das ist ja diese Kinderfrage. Ich soll beweisen, dass ich vor ihm bete oder was? Komm, red über deine Schrift und was da steht. Gar kein Problem. Du redest Arabisch, ich rede Arabisch. Okay, komm, mach das. Hallo, aber du weißt, dass die Kurden sind nur mit 80% von Kurden beten. Ja. Keine Ahnung, was und sowas. Nein, ich habe gebetet, ich kann das ganze Gebet jetzt machen. Auch die ganze Tashahud und so alles, aber mache ich nicht. Mache ich nicht. Und das soll über sein Buch machen. Das habe ich schon mal gemacht, oft habe ich schon mal gemacht und trotzdem, da sucht irgendwo ein Wort, zum Beispiel, wenn ich sage, Tashahud, Assalatu wassalam und, nein, was hast du gesagt, verstehst du? Ich kenne diese Leute, auswendig.
Schau mal, die können einfach nicht akzeptieren, die können nicht akzeptieren, wollen nicht wahrhaben, dass es nun mal Ex-Muslime gibt. Es gibt Muslime, die lesen und wachgerüttelt werden und dann den Islam verlassen. Das ist nun mal ein Fakt, das ist die Wahrheit. Und mit dieser Wahrheit können Muslime nicht umgehen und deswegen können akzeptieren, dass es Ex-Muslime gibt, weil wenn es Ex-Muslime gibt, das heißt ja, das schadet den Islam. Verstehst du, was ich meine? Und um den Islam zu beschützen, möchten sie sozusagen keine Ex-Muslime haben oder sie möchten das nicht wahrhaben. Das ist nämlich das Punkt, weil da sieht man mal, wie tief diese Menschen sind. Ja. Nicht alle, nein, es gibt doch vernünftige Muslime, aber diese Leute, wirklich, die so reagieren. Yusuf, soll ich meine Unterhose ausziehen, damit du siehst, ob ich beschnitten bin oder nicht? Oh, meinst du nur beschneiden, heißt das? Du kannst ein Jude sein, wenn du beschnitten bist. Ja, ne? Auch, kann auch sein. Genau, schon wär's, ne? Schon wär's, echt. Sie beschneiden sogar noch viel früher als die Muslime. Ja, schon wär's. Ja, das war so eine Frage, das war so eine Antwort von, sag mal dein, ob du beschnitten bist oder nicht. Ja, natürlich, genau. Juden schneiden sich sogar vor den Muslimen. Ja. Vom Alter. Ja, ich weiß. Und kann sein, dass es viele Ex-Muslime gibt, aber ich frage mich, wie praktiziert waren die Ex-Muslime, Lara? Das ist die Sache. Also ich habe dich nicht gehört, was auf jeden Fall, Yusuf, auf jeden Fall besser als du. Es gibt Ex-Muslime, aber wirklich? Ich frage mich, bevor sie Ex-Muslime wurden, wie praktiziert waren sie? Aber was interessiert euch das? Das ist doch sowas von unwichtig. Es geht lediglich darum, wir zeigen, sprich, der Carlo, der kann ja noch Arabisch. Er zeigt euch Fakten, ja. Im Islam gibt's diese Kritikpunkte und das müsstet ihr besprechen. Verstehst du, was ich meine? Und euch interessiert es nicht, wie stark wir praktizierend waren, ob wir Ex-Muslime, das soll euch doch nicht interessieren. Ich dachte, ihr glaubt an Allah. Wieso vertraust du nicht auf Allah? Das ist doch egal. Allah wird doch über uns richten, oder nicht? Was mischst du dich an in Angelegenheiten von Allah? Bist du Allah oder ist Allah Allah? Oder alles gefragt, warum muss Allah unbedingt den Schutz genießen? Ja, aber das ist doch egal, was interessiert dich denn, wie praktizierend war? Das ist doch irrelevant. Es ändert nichts daran, dass dein Buch nun mal, wie gesagt, so ist, wie es ist, und zwar negativ, ne? Yusuf, ich habe eine Frage. Ich kann nicht alle Fragen antworten. Ich bin kein Gelehrter. Wenn ich Beispiel, ne? Ich sage Beispiel. Wenn ich Allah beleidige, warum Allah kommt er nicht zu mir und schickt zu mir einen Menschen? Dass man dir etwas antut? Ja. Meinst du, Allah ist wie ein Mensch? Ja, warum macht er nicht? Der handelt wie ein Mensch, Yusuf. Er kann sauer sein, er kann sickig sein, er kann böse sein. Der handelt wie ein Mensch, glaub mir. Seid dankbar, dass Gott nicht sofort reagiert. Seid das dankbar. Langweilig. Ja. Weil schlussendlich, hallo, wenn wir alle vor der Schöpfer stehen, da wird Beweis. Wieso soll ich als eine Ungläubige dankbar sein? Bei wem soll ich denn dankbar sein? Ich schätze das, was ich habe. Ich schätze mein Leben. Ich schätze meine Gesundheit. Ich schätze mein Geld selbstverständlich. Ich schätze meine Familie. Ich muss doch nicht dankbar sein. Zu wem denn? Für was denn dankbar sein? Für einen Allah, der wo mich einfach verflucht, soll ich für diesen Allah dankbar sein oder was? Ja, aber wenn du nicht glaubst, was stört dir diese? Ja, aber es geht nicht darum, ob ich glaube oder nicht, sondern es geht einfach darum, diese Angehensweise von euch. Es geht ja nicht darum, du sagst zu mir, mich als Ungläubige, ich soll dankbar sein, ja? Ich soll dies, das. Dein Gott interessiert mich nicht. Ich glaube nicht an deinen Gott. Verstehst du, was ich meine? Ich glaub doch nicht, für wen denn dankbar sein? Dann rede nicht über Gott. Ja, aber ich möchte deine Religion kritisieren und das ist rechtlich legitim. Es ist erlaubt, deine Religion zu kritisieren und den Menschen zu zeigen, dass diese Religion menschenverachtend ist. Plus, es kommt doch hinzu, dass deine Religion Menschen verblödet.
Menschenverachtet ist das nur, wenn die Zeit so ist, dass die Menschen Mist bauen. Und diese Menschen sind zu verachten. Was? Was? Wie? Diese Menschen sind zu verachten. Nein, deine Religion ist zu verachten, weil deine Religion bringt den Muslimen bei, anders denkende Menschen zu verachten. Das ist deine Religion und das ist nicht der Mensch. Deine Religion indoktriniert und manipuliert die Menschen, die andere Menschen zu hassen. Lara, meinst du, dass heutzutage Meinungsfreiheit und alles Mögliche ist? Gibt. Bleiben wir bei deiner Religion. In deiner Religion gibt es keine Meinungsfreiheit. Da gibt es nur den Islam. Ja, natürlich. Man hat Meinungsfreiheit, ja, in dem Sinn zu schauen, wie tust du deine Meinung geben? Laura, ich habe eine Frage. Lara. Lara, ja, sorry. Yusuf. Mohammed hat schon gesagt, ich lese es erstmal auf Arabisch, wenn du besitzt. Ana bari und min kulli Muslim yeskunu min beine al-Mushrikin. Das heißt, Mohammed hat gesagt, ich bin mit keiner, die Muslimen, die wohnen, oder mit anderen, denn keine Muslimen. Du wohnst in Europa, ne, bestimmt. Das heißt, Muslime dürfen nicht bei den Muschriken leben, meinst du? Genau. Okay. Ja, und was heißt das? Was soll das heißen? Aber du wohnst schon hier in Europa. Und weißt du, wann ist dieser Vers herabgesandt? Das heißt, Koran ist nicht für jedes Mal oder sowas. Jedes Ort, das ist die Frage, wann? Was ist, wenn, Wort das ist? Mach dich stumm, Carlo, bitte, weil es rauscht und man versteht fast nichts. Das ist das Problem, das viele haben, die nicht Muslime sind. Jeder Muslim weiß, dass es in Situationen bedingt viele Verse herabgesandt sind. Und Situationen können immer wieder ändern. Und wenn die Situation kommt, dann nehme ich diese Vers und dann bin ich so. Ist das genug Antwort? Nein. Hast du nicht verstanden? Nein. Der hat dir doch geantwortet. Der meinte, wenn wir schwach sind, wir müssen die Klappe zuhalten. Wenn wir stark sind, holen wir die ganze Sura raus. Das mit dem Sklaverei, das ist deine Interpretation. Und so. Das meinte er. Was ist deine Interpretation? Ich wollte vorhin nicht sprechen können. Ihr habt über Kopfbedeckung für die freie Frau. Die müsste sich bedecken, wenn sie betet. Ne? Sonst ist ihr Gebet nicht angenommen. Ne? Aber die Sklavin, die muss vom Bauchnabel bis zum Knie bedeckt sein. Also die Brüste müssen rausgucken. Ne? Und sie muss so beten. Und ihr Gebet wird anerkannt. Verstehst du? Nein. Die läuft durch die Stadt, die ist frei so, ohne, oben, ohne. Sie muss so, weil Omar Bukhattab einmal hat sich eine bedeckt. Wenn du mit dem kommst, dass du immer liegen darf, erzählst, da geh ich lieber raus. Lass mich ausreden, ich weiß, es tut weh. Hat sie gesagt, nein, ich bin noch nicht. Nein, du musst mal zuerst überlegen, du musst erklären, Paco, du musst zuerst erklären, warum dieser Vers kam für den Kopf, du. Du siehst aus wie ein Rabbiner. Geh raus, viel Spaß noch. Ehrlich. Also, der. Wo war ich denn? Sagt Englisch. Der Omar Bukhattab hat die gefragt, hat man dich befreit? Und sie hat gesagt, nein. Mitte im Markt, da die ganze Stadt guckte, da hat ihr den Kopftuch abgerissen. Und da hat sie gesagt, du darfst dich nicht vergleichen mit einer freien Frau. Nein, das stimmt nicht. Was ist das für ein Gott? Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gesagt, kein Mensch ist anders. Kein Mensch. Dein imaginärer Islam kannst du für dich behalten. Hier, wir reden nur mit Texten, verstehst du? Mit Hadith Sahiha oder Koran. Und sonst mit Lügen also, meinst du? Was? Es gab immer Heuchler, es gab immer Munafik in der Zeit. Gab es keine Sklaverei? Der Prophet hatte keine Sklavin? Sklaverei gab es auch vor 200 Jahren. Ja, aber der Prophet hatte Sklavin, ja oder nein? Ja. Warum gab es Sklaverei vor 200 Jahren? Ist mir egal, warum. Der Prophet, der,
Erklär mal diese Zeit, dass wir wissen, genau. Erklär mal das. Moment, und dann geht auch 400 Jahre Eins nacheinander. Also der Prophet, der hat Sklaven. Er hat Sklaven befreit. Weil im Koran steht es auch. Nein. Er hat Sklaven befreit. Ist, hat er 9 Frauen. Als er gestorben ist, ist alles dokumentiert, du kannst nicht lügen. Er hatte 9 Frauen und 4 Sklavinnen, sexuelle Sklavinnen. Ne? Man muss auch das Wort sagen, ne? Weil die waren nicht Bedienstete, die waren nur für Bunga Bunga. Also, Prophet, der hatte Sklavinnen. Ne? Der Prophet hat ein kleines Kind geheiratet. Er war 51, sie 6. Und mit 9 hat er es zu sich geholt, ne? Er war 54 und er hat konsumiert. Konsumiert. So ein alter, 54-jähriger alter Schwein. Ihr dreht immer im Kreis. Nee, das ist halt so. Das ist Vergewaltigung. Mit dem Kind ist immer eine Vergewaltigung. Weil ein Kind kann nicht entscheiden. Ne? Können wir reden, warum heute akzeptieren alles? Warte, ich bin noch nicht fertig. Können wir reden über Realität, was er hat? Warum? Kinder. Er hat warum Kinder. Heutzutage die 900 Menschen. Kinder, 7 bis 900 Kinder. Ja? Beni Qurayza. Bleib in der Vergangenheit. In der Fall. Und er hat auch mitgemacht. Er hat nicht zugeschaut oder zurückgeblieben. Er hat auch mitgemacht. Kinder. Und der restliche, die ganz, ganz kleinen, haben die mitgeschleppt. Ja, jetzt kann ich verstehen. Durch diese Drachen bist du. Kannst du deine Klappe? Wie wär's, wenn du mal stimmen würdest, damit wir endlich mal zu Ende hören können? Ja, was können wir zu Ende hören? Etwas zu ja, aber du sprichst immer dazwischen. Das nervt langsam, lieber Yusuf. Es reicht jetzt. Ja, ich bin nicht lieb, wenn er lügt. Paco? Ich lüge? Ja. Wo habe ich gelogen? Ich weiß, dass Mohammed Sklaven befreit hat. Nein, das stimmt nicht. Paco? Kennst du Maria Koptia? Kennst du Maria Koptia? Maria Lacoste, die Kopt. Das war sein Sklavin, der war nie mit ihm verheiratet. Erste, zweite Khalif hat die befreit. Als er gestorben ist, war die immer noch Sklavin. Und da kam der erste Khalif und dann der zweite Khalif, Oman, der hat die befreit. Aber vorher ich kann war die sagen, befreit. Da sind Bedienste und die hat gewesen. Also umgeschenkt, Ibrahim. Verstehst du? Also erzähl mir nichts von wegen ich lüge. Also das waren Bedienste. Hat man gesehen? Du hast gelogen. Das war ein Bediensteten. Mach dir keine Sorgen. Also, er hat Sklaverei. Er hat Kinder missbraucht. Er hat Kinder missbraucht. Er hat Kinder, machen Therapie. Da hat Menschen die Beine und die Hände getrennt und in der Wüste und mit einem heißen Nagel die Augen gestochen und in der Wüste durstig sterben lassen. Ne? Was geht das denn? Ein Mensch so viel Macht erlangen. Wie kann das sein? Lass mich, ich rede von der Moral von deinem Prophet, verstehst du? Ja, ein ich Mensch, die kann so viel Macht erlangen, wie kann das Prophet, sein? Die Person hat deinen Prophet, ja? Paco, wo steht das denn, dein Beweis? Bist du Muslim? Ja, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Sunni? Ich bin Muslim, ja. Sunni? Ja, Alhamdulillah, ich bin Sunni. Alhamdulillah. Ruh kala Bukhari, ruh kala Sahih Muslim, ruh kala... Rede Deutsch, ich kann kein Arabisch. Es gibt so viele Fälschungen. Lese, wie ich gelesen habe. Ja, wo sind denn die Beweise? Jetzt zum Beispiel, so aus dem Kopf jetzt. Ha? Bukhari, Sahih Bukhari, authentisch Bukhari, 5134. Der sagt Aisha selber, ich war 6, als der Prophet mich geheiratet hat und mit 9 hat er den Hochzeit konsumiert. Was ist das noch denn aber für ein Bukhari, was du liest, Janne, so, von welcher Quelle ist das? Sahih Bukhari, authentisch Bukhari. Aber warum steht das nicht die Nummer gegeben, tipp nur in Google, Sahih Bukhari, 1134 mehr nennst. Ich kenne den, ich habe den nur nicht genau im Kopf, aber ich kenne den. Aber die Nummer, die du gesagt hast, da steht ganz was anderes. Nein. Nur komisch, ne? Nein. Ja, ich weiß nicht, was für ein Bukhari du hast. Ich sehe das von hier aus nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, von wem du diese Bukhari hast oder was für eine falsche Quelle du da hast. Keine Ahnung, wer dir das gegeben hat. Aber mach mal deine Kamera auf und sag mir, dass ich lüge. Ich warte nur drauf. Jetzt hast du die Gelegenheit.
mich als Lügner darzustellen, ja? Ich bin auf der Arbeit. Ja, ja, ihr seid alle auf der Arbeit oder unterwegs, ja? Ja, ich hab 80, ich bin auf der Arbeit. Warte kurz, ich mach mal auf. Aber wie kann das denn sein, dass du dann weißt, dass es dann halt bei dir dann total was anderes steht mit der Nummer? Das verstehe ich nicht. Weil ich bin Muslim. Also wenn du auf der Arbeit bist und du kannst ja nicht nachschlagen, aber trotzdem glaubst du, dass es dann falsch ist? Also verstehe ich das nicht. Weil ich den Hadith ungefähr in meinem Kopf habe. Sag's ungefähr. Entschuldigung, Carlo. Ja. Also ich weiß. Ja. Das stimmt, was Paco gesagt hat, das stimmt. Glaub mir. Soll ich dir glauben? Ja. Warum soll ich dir glauben? Ich glaube an Allah. Sonst niemand. Natürlich stimmt das. Ja, aber das ist ja. Okay, schau. Ja, so. Eddie, ich stumm mich. Hey. Wo ist Yusuf? Yusuf ist weg. Weißt du, warum ihr euch hallo in die Runde. Warte mal, ganz kurz bitte. Ganz kurz. Lass mich doch mal hallo erstmal guten Tag sagen an meine Freunde hier oben. Hallo, schönen guten Tag und auch guten Tag, beziehungsweise guten Abend an dich. Ciao. Guten Abend. Hallo, Eddie. Guten Abend. Guten Abend. Alles gut. So, schau, was ist los mit dir? Bukhari kennst du nicht, oder was? Ich kenne Bukhari, ich kenne Muslim, Riyazu Salihin. Ich kenne alle Hadith. Ja, und warum kennst du? Hä? Nochmal, ich hab's nicht gehört. Hallo? Wahrscheinlich Internetprobleme. Ah, er hat Armo bekommen. Schau, ich dachte, du kommst mit deinem Koran. Du hast mir versprochen, wenn ich nächstes Mal komme, hole ich Koran mit und so weiter. Jetzt bist du wieder auf Arbeit. Was bringt mir das? Ja, ich will auf Arbeit, was ich machen. Man muss ja auch arbeiten, ne, im Leben. Man ist ja nicht nur zu Hause. Was ist denn mit denjenigen, die im Homeoffice arbeiten? Keine Ahnung, dann arbeitet einer Homeoffice. Nicht jeder macht das. Nicht jeder arbeitet in derselben Branche wie ich. Und was also? War das Arbeitsbild von was? Entschuldigung, Fitnessstudio, Lady, Fitnessstudio. Achso, Entschuldigung, habe ich ja richtig verstanden? Kann ich das nein, nein, ich arbeite im Sicherheitsdienst und da gibt es kein Homeoffice. Achso. Hallo? Okay. Hallo, Paco X. Ich mache dich groß, Paco X. Assalamu alaikum. Moin alle. Moin zu alle. Also ich sag hallo Queen. Hallo. Ja, wir wissen, ich wünsche dir auch einen guten Abend, meine Güte. Macht keine Show immer. Sahih Bukhari. Wann da los? 6 years old. 6 years old. And consummated. His marriage. When she was 9 years old. Good. What is this? Schau, siehst du das? Sahih. Du kannst das gerne auf Englisch lesen, nur ich verstehe kein Englisch. Das ist das Problem. He is auf Arabisch. Marco, lese auf Kurdisch, damit er versteht. Auf Arabisch kann er auch nicht. Ich kann auch Kurdisch. Ich kann Arabisch lesen, aber ich verstehe nicht Arabisch. Lies mal auf Kurdisch. Ich weiß das. Du glaubst auch, dass es auf Kurdisch gibt, oder was? Das ist ein Wajah, das ist ein Sinin. Und wenn er die Hawa hier bist, das ist ein Sinin. Okay. Was okay? Hast du jetzt recht, ja? Ja, weil du gesagt hast, ich habe gelogen. Ich habe dir jetzt gezeigt. Jetzt ja, sag aber mal, wo ich gelogen habe. Und ich sag, bei mir steht was anderes. Du denkst, du lügst. Musst du mir zeigen. Nein, du lügst. Ich habe dir gezeigt. Ja, aber ich bin auf der Arbeit. Wie soll ich dir das zeigen? Wenn du nicht zeigst, bist du ein Lügner. Nein, ich bin auf der Arbeit. Ich habe dir gezeigt. Ja, aber das ist ja, falsch, gesagt, was du da zeigst. Lügner bin. Das ist falsch, was du zeigst. Falsch. Weißt du, was falsch ist? Das ist falsch. Ja. Falsche Quelle. Falsches ich weiß Buch. Dir.
was und, du hast. Und wenn der Prophet runterkommt, jetzt auf der Erde, wirst du sagen, das ist falsch, ich glaube es nicht. Das, was du da zeigst, ist falsch. Auf jeden Fall. Ja. Alles gut. Du hast keine Ahnung. Du hast viel Ahnung, ja? Ja, natürlich, mein Freund. Hier sich Ex-Muslim nennen, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Nein, haben Sie eine ich danke Gott, dass ich das lernen dürfte auf Arabisch und deswegen bin ich raus aus dieser Welt. Ja, man kann sich auch einfach, keine Ahnung, Ungläubiger nennen oder so, weißt du? Ja, was soll ich aber, soll ich mich jetzt? Ja, okay, ich nehme mich ab heute Kafir, okay? Bist du zufrieden jetzt? Ja, besser, weil dieses Ex-Muslim passt nicht, weißt du? Das okay, dann schreibe ich ab heute. Guck mal, hier bei mir steht immer, ich bin Ex-Muslim und deine Meinung und überzeug mich davon, ne? Ab heute schreibe ich bin ein Kafir und dann anstatt Allah zu Fotos zu schreiben, hole ich Koran und sage ich, alles was hier steht, drin steht, ist ein Dreck und Lüge. Bist du damit einverstanden? Ja, erstmal mach diese Ex-Muslim. Okay. Schritt für Schritt, gut. Weißt du? Okay. Möge Allah dich rechtleiten. Möge Allah dich rechtleiten. Warum bist du Muslim? Weil Möge Allah dich rechtleiten. Du bist sowieso nicht Muslim. Möge Allah dich alle rechtleiten. Weil Möge Allah dich selber rechtleiten. Du bist selber nicht rechtleiten. Möge Allah uns ein Tier. Ciao. Möge Allah den Islam, ihr habt den Islam falsch verstanden. Möge Allah dich dir Arabisch beizubringen, damit du wirklich Islam verlässt. Möge Allah dir ein Tier geben, dass du wieder zum Islam kommst. Möge Allah dir ein Steak geben, damit du noch mehr Muskel hast. Möge Allah dich nicht leiden. Möge Allah dir Steak geben, so halb durch. Oder durch, mir ist egal. Hauptsache, dass du... Akel. Möge Allah dir Akel zu geben, dass du auf Arabisch betest, Allah betest und verstehst du nicht, was du da sagst. Doch, weißt ich verstehe größtenteils, was ich da sage. Wallah, du verstehst nicht. Dann sag mir, dann sitte mir Al-Fatiha und übersetz mir das auf Kurdisch. Auf Kurdisch kannst du das nicht übersetzen. Ja, siehst du? Also möge Allah dich auf jeden Fall Arabisch beizubringen. Ne? Ja, damit du in Jannat gehst. Ja, damit du in Jannat gehst. Wenn du in Jannat gehst, dann kannst du wenigstens... Ja, damit du, wenn es ist Arabisch gehst, wenn du zu Jannat gehst und redest du mit Allah, Kurdisch, der wird dich nicht verstehen, der wird dich in die Hölle schicken. Ich bin am Tag der Auferstehung mit Hallo, warte mal ganz kurz, du hast ja auch für mich Dua gemacht, ja. Ich lehne wirklich dankend ab, ja, das war nett von dir gemeint, ich weiß, aber ich lehne dankend ab, weißt du, wieso, weil ich möchte kein halbes Gehirn haben, ne, also das heißt, ich möchte schon tatsächlich mein ganzes Gehirn behalten, deswegen danke schön. Du hast gar kein Gehirn. Doch, ich habe schon ein Gehirn, deswegen bin ich ja auch ungläubig. Hättest du ein Gehirn, hättest du den Islam angenommen? Nee, ich habe ein Gehirn, deswegen bin ich ja ungläubig, verstehst du? Aber schau mal, wieso musst du jetzt beleidigen? Ciao. Warte, ohne Gott. Wieso musst du denn beleidigen? Ciao, ich mag dich wirklich. Ciao, ich mag dich wirklich, aber bitte nicht beleidigen. Bitte. Aber wo habe ich beleidigt? Was ohne Gehirn? Was ohne Gehirn? Das ist doch keine Beleidigung. Habe ich Mutter beleidigt? Ist das keine Beleidigung? Wenn ich jetzt zu deiner Mutter sage, sie hat kein Gehirn, ist das nicht Beleidigung für dich? Wenn du zu jemandem sagst, sie ist gehirnlos, das ist keine Beleidigung. Also kann ich dir sagen, deine Mutter hat kein Gehirn, ist gehirnlos. Aber warum jetzt Mutter? Ja, warum nicht? Die ist auch Mutter vielleicht. Ich dachte, das ist keine Beleidigung. Wieso reagierst du jetzt so sensibel? Ich dachte, das ist keine Beleidigung. Ja, ist nicht, aber ich rede doch gerade mit euch. Ja, also, okay, alles in Ordnung. Dann habe ich für dich kein Gehirn, dann hat für mich auch deine Mutter auch kein Gehirn. Okay, fertig. Ja, aber ich rede doch mit dir. Ist doch in Ordnung. Ja, nicht, ich nehme das Kopf. Ey, schau, freu dich. Ey, Türkei hat rote Karte. Freu dich. Ja, nee, ich rede doch gerade. Aber vielleicht hat Ciao einfach auch kein Gehirn. Ja, und du ist auch. Ist ja möglich. Das würde sehr viel erklären, tatsächlich. Also, die ganzen Gehirnlose haben sich. Das würde alles erklären. Alles. Die ganzen Gehirnlose haben sich alle hier gefunden. Alle versammelt.
Na, gut, dass du mittendrin bist. Willkommen. Willkommen im Club. Schön, dass du mittendrin bist. Das freut mich. Ich bin hier, um euch den rechten Weg zu zeigen, um den geraden Weg zu zeigen. Aber nur, das werdet ihr niemals erleben. Oh, du kannst ja nicht mal selber gerade auslaufen. Aber ich habe doch meinen geraden Weg, ne? Also ich will keinen rechten, keinen linken. Ich habe doch meinen geraden Weg. Was willst du von mir? Du bist in der Einbahnstraße. Du bist nicht auf dem geraden Weg. Nein. Ich laufe gerne immer geradeaus. Und wenn ich runterfalle, ja, da stehe ich sogar alleine auf. Geradeaus, du kommst nirgendwo an. Schau mal, ich, weißt du, wenn mir manchmal schlecht ergeht, ja, weißt du, was ich mache? Ich überlege und so weiter und tatsächlich schaffe ich als Frau alleine aufzustehen, ohne dass ich einen Allah anrufe oder einen Jesus oder dergleichen. Krass, ne? Funktioniert. Wenn es dir schlecht geht, du musst Allah anbeten. Du musst Zuflucht bei Schau mal, ich habe dir doch gerade eben gesagt, ich schaffe alleine aufzustehen, ohne Allah anzubeten oder anzuflehen. Das klappt doch wunderbar. Ja, jetzt noch, aber irgendwann kommt der Tag, da kannst du nicht mehr aufstehen, glaub mir. An dem Tag wirst du dann Allah anbeten, bitte. Ja, ich habe mal eine Frage, wenn ich darf. Was ist denn, wenn du einen falschen Gott angebetet hast die ganze Zeit? Ich bete den richtigen Gott an. Ich weiß das. Aber woher weißt du das? Wir haben ja 4000 Götter. Schau, stell dir vor, du stirbst und dann gehst du da oben und kommt Zardash da raus. Nicht Allah. Was würdest du machen? Ja, das wird nicht so sein. Woher willst du wissen? Stell dir vor, oder gehst du oben, kommt ein Kuh raus. Der sagt, warum hast du nicht an mich geglaubt? Das ist, weil ich an Allah vertraue und ihr nicht. Das ist der Unterschied zwischen Woher willst du wissen? Guck mal, es gibt Buddhisten, die sind mehr als Muslime. Christen sind mehr als Muslime. Warum liegen die falsch und liegst du richtig? Kannst du mir das erklären? Eigentlich müssten wir alle zusammen einmal alle ein Steak essen. Aber Halal-Steak. Hast du gehört? Hey, hast du gehört das Gebet? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wo war das? Guck mal. Wir sind Muslime mehr. Ja, bei mir tatsächlich. Es ist jetzt Ding Maghrib. Ja, siehst du, hörst du? Du Kafir? Sie ist mehr Muslim als du. Du nimmst sie gehirnlos. Es gibt 4000 Religionen, ne? Du glaubst an 4000 Religionen nicht und du glaubst nur an eine. Und wir glauben an 4000 Religionen nicht, plus deine. Ich glaube nur an meine Religion, nur an meine. Zu 100%. Ja, Beileid. Die anderen 4000 Religionen glaubst du nicht, nur an eine. Und wir glauben die 4000 Religionen nicht, plus deiner. Ja, ich glaube nur eine Religion. Und die Religion bei Allah ist der Islam. Fertig. Aber weißt du, wieso wir Vorteile haben als du? Weißt du, wieso wir mehr Vorteile als du haben? Weil schau mal, nehmen wir mal an, es gibt tatsächlich einen Gott, ja? Aber ich hingegen bin viel besser als du. Weißt du, wieso? Weil ich habe ja keinen anderen Gott angebetet oder einen falschen Gott angebetet. Ich habe gar keinen Gott angebetet, ja? Somit kann ich dann, wenn ich vor einem Gott dann stehe, egal von wem, vor welchem Gott, könnte ich mit dem dann eventuell diskutieren, würde ich mit ihm sagen, ein nettes Gespräch, vielleicht Kaffee trinken, so nebenbei, keine Ahnung oder so, ne? Und würde sagen, schau mal, lieber Herr, du hast mich erschaffen, du hast einen Verstand mir gegeben, einen freien Willen und so weiter, aber du hast so viele Religionen auf uns gedacht. Ich kann doch nichts dafür, dass du mir deinen Weg schwer gemacht hast, siehst du? Aber was ist, wenn du den Falschen angebetet hast, dann hast du nämlich eher die Arschkarte, weißt du? Glaub mir, dafür hast du doch ein Gehirn, um nach dem wahren Weg zu suchen, oder? Also vor 5 Minuten hatte Lara noch kein Gehirn, mittlerweile hat sie eins. Also das geht echt recht schnell mit diesem Gehirn. Finde ich ganz gut. Ja, das sagt sie. Mein Gott, mein Hirn.
Und bitte? Du sagst ja, du kannst denken. Und darum, du musst auch. Voilà, ihr seid lustig, ja. Bitte? Bitte? Ja, also ich kann tatsächlich denken, anscheinend kannst du vielleicht nicht so gut denken, sondern eher sprechen, die Muckis so für dich. Bella, du sagst, du kannst Bella. Denken, du sollst ja nach Wissen suchen, verstehst du? Du Bella. Suchst ja nicht nach Wissen. Das du, ich suche nicht, ich habe es gefunden, tatsächlich. Ja. Mit meinem Bella, halben Hirn habe ich tatsächlich Hirn gefunden, Wissen. Ja. Bella, nur kurz, ich weiß ja, ihr seid drei Frauen, normal eine Frau nimmt ihn auseinander. Bella, bitte, fang du an, mach ihn fertig. Ja, ich will, ich mag ihn wirklich, ne? Nur halt, er redet mit der Frau und so, deswegen, ich, normalerweise, das ist, er nimmt euch alle gehirnlos, verstehst du? Du musst ihn beantworten. Du, ich bin nicht gehirnlos. Ich meine, ich weiß ja nicht, wo er seine Meinung hernimmt. Ich weiß ja nicht, wo er seine Meinung hinnimmt. Ich weiß ja nicht, ob er irgendwelche Einbahnstraßen schon mal besucht hat oder ob er außerhalb von seinem Koran schon mal irgendwo hingeguckt hat. Aber also ich weiß nicht, also recht viel Wissen finde ich bei ihm halt nicht. Das ist halt das Problem, ne? Er ist zwar lustig und ich kann mich da echt amüsieren über ihn, aber ich weiß nicht, also so recht viel Wissen scheint er jetzt nicht zu haben. Aber Bella, vielleicht liegt es auch daran, also ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was sein, ne, wie welchen Kontakt er zu Frauen oder allgemein Menschen pflegt. Vielleicht kennst du ja nur muslimische Frauen, kennst du halt keine ungläubige Frauen, die tatsächlich, sage ich jetzt mal, logisch denken. Falls das tatsächlich so ist, dann kann ich das auch nachvollziehen, wenn du meinst, dass alle Frauen irgendwie, na, wie gesagt, ein halbes Gehirn haben oder gar kein Gehirn, weil wenn man die ganze Zeit nur mit Muslimas rumhängt oder was auch immer oder redet, ja gut, das wird dann ein bisschen schwer und kompliziert tatsächlich. Da kann ich dies auch nachvollziehen. Er sagt ja zuerst, du hättest kein Hirn und dann sagt er plötzlich, also jetzt hast du aber ein Gehirn. Und da muss ich echt sagen, wenn man so schnell Hirn kriegt, dann ist es ja wirklich jetzt kein Hexenwerk, ne? Also von dem her. Lassen wir mal Winston auch reden, der will dir die ganze Zeit was sagen, aber irgendwie. Bitte schön. Nur ein ganz kurzer, so erstmal Servus an euch allen. Wisst ihr, dass die Muslime in ihren Religionen ihren Gehirn nicht anschalten dürfen? Wissen wir. Mhm. Wisst ihr, worauf wir uns beziehen? Ja. Wie meinst du? Und so, da gibt es dafür ein Vers, wie folgendes: لو كان الدين والرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح علي على ظهر خفيه. Und so, das war jetzt von Ali ibn Talib und es ist auch ein Sahih. أخرجه أبو داود 162 واللفظ له النسائي في السنن الكبرى 119 وأحمد 737. Gesundheit, geht das auch auf Deutsch? Es gibt allerdings auf Englisch, nicht auf Deutsch, aber ich kann mal nachschauen. Ja, Deutsch wäre gut. Aber Win, da musst du kurz damit auch bedenken, ja. Juice ist gerade nicht so bewandert, was die englische Sprache angeht. Ja gut, also jetzt die Verse, die wir in Islam haben, sind im Allgemeinen immer auf Arabisch. Wenn er kein Arabisch kennt, dann wundert es mich halt, wie es auf Islam gekommen ist. Wahrscheinlich gab es da so einen Ausverkauf von wegen, nimm zwei Religionen an und bezahl nur eine. Nee, ich glaube eher, das war so, vertrau mir, Bruder. Ich bin also als Muslim geboren. Ich selber du bist als Muslim geboren, richtig. Aber dann kommst du hier und dann versuchst, Islam zu verteidigen, ohne ein arabisches Wort zu wissen. Das wundert mich. Jetzt ja, gegen die Araber, die als Muttersprachler das alles gelernt haben. Ja. Du bist Muslim? Ich war ein Muslim gewesen, ja. Du warst ein Muslim. Ja, dann brauche ich gar nicht mit dir zu diskutieren. Ja, dann ja, hast du auf jeden Fall den Islam. 99,9% aller Ausländer sind geboren in muslimischer Familie. 99,9% der Hinduisten sind geboren in hinduistischer Familie. 99,9% der Christen sind geboren in christlicher Familien. Merkst du was? Genau, jeder, du hast jeder, auch hallo, kurz Leute, über Logik Leute, geredet. Nur kurz. Mina, da hat dich gehirnlos genannt. Da hat dich dieser hier mit Muskeln hat dich gehirnlos genannt. Bitte. Machst du das mit Absicht?
Ja, ehrlich, da hat ganze jetzt Frauen gehen losgemacht. Ehrlich, ohne Scheiß. Guck mal, ihr sagt doch zu mir, ich kann gar nichts auf Arabisch und keinen arabischen Vers. Ne? Ich sag euch mal einen, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala mit Deutsch, ne? Also mit deutscher Übersetzung, damit einige das auch nochmal auf Deutsch verstehen. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sie sind taub, stumm und blind, doch sie kehren nicht um. Das gilt für euch. Versteht ihr? Ihr habt ja, aber auch Ali ibn Tariq hat auch über die Muslime geredet und meinte, dass auch die ihr Gehirn nicht anschalten dürfen. Sie dürfen nicht über Religion und über Islam nachdenken, weil es dabei keine Logik gibt. Also ja, selbst jetzt laut deine Verse, laut dein Logik, da musst du überhaupt über das Thema Logik nicht reden. Ne? Sag mal, was bedeutet, aber du kannst Arabisch, was bedeutet das, was ich gerade gesagt habe? Stimmt das? War das korrekt? Ey, guck mal. Ja, das stimmt. Ja, okay. Guck mal. Also schau, ich erkläre dir das, dieser Vers. Guck mal, ich erkläre dir dieser Vers. Ne? Das ja, guck mal, ich warte doch kurz. Ja. Bitte, Schau, ich erkläre dir dieser Vers. Ne? Summum bukum umum yuhum la yarja'un. Ne? Weißt du, dein Allah selber macht sich lustig über diejenigen, die zum Beispiel Behinderung haben, verstehst du, die nicht hören, nicht sehen, nicht laufen können. Verstehst du, das ist dein Gott. Du hast bewiesen hier, doch, das ist das ja, wirklich. Guck, ich sag dir die wahre Bedeutung. Ich sag dir mal die wahre. Das ist deine Aussage, ich sag dir mal meine Aussage, was damit gemeint wird. Das heißt, sie sind taub, sie hören, aber sie tun so, als ob sie nicht gehört haben. Sie sind taub, stumm. Sie wissen, aber sie reden nicht. Sie sehen, aber sie tun so, als ob sie nicht gesehen haben. Und doch, sie kehren nicht um. Also zu Religion. Verstehst du? Also, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Steuer. Hör auf mit dem Quatsch. Ruhe. Kannst du deiner Mutter sagen? Kannst du deiner Mutter hier Ruhe sagen? Ich komme mit Beweisen und dann... Was für Beweise? Der kognitive Dissonanz, an der leidet ihr. Ja, wer sagt denn zu seiner Mutter Ruhe? So, auf einmal kommt man mit Beweisen, da sieht man die wahre Gesichter. Was für Beweise, Mann? Keiner ist blind hier, keiner ist taub hier. Ja, siehst du, Beleidigung direkt. Keiner ist blind und keiner ist taub hier. Ja. Der Prophet, dein Gott, redet nicht von mir. Ja. Und keiner von den Leuten hier. Ich rede mit Beweisen aus dem genau, Portal. Schau mal, wir können genau die gleiche Taktik auch so machen, indem ich diesen Vers nehme und das an die Muslime anwende, ja? Das heißt, ihr habt Augen, ihr wollt die Wahrheit nicht sehen. Ihr habt Ohren, aber ihr wollt die Wahrheit nicht hören. Ihr habt ein Gehirn, aber wollt die Wahrheit einfach nicht denken, ne? Nicht sehen, was auch immer. Das heißt, du hast ein Märchenbuch, ja? Und du bist so von dieses Buch manipuliert, indoktriniert, dass du tatsächlich denkst, dass ein allmächtiger Gott ein Buch, eine Religion hat. Das ist doch krass von dir. Also dieser Vers beschreibt eher dich und nicht uns. Verstehst du? Warum? Das ist doch mein Buch. Der Koran ist mein Gesetz. Also schau mal, logisch gesehen, ich gehe sogar mit dir mit. Geh mir mal davon aus, es gibt einen allmächtigen Gott, der uns erschaffen hat, ja? Ganz ehrlich, was ist es bitteschön für ein Gott, das eine Religion braucht, ja? Er braucht Menschen wie Propheten, dass dein Prophet irgendwie geträumt hat, dass er mit Kindern dies und jenes gemacht hat, ja? Dass dein Prophet irgendwie in eine Höhle war und er hat da eine Offenbarung von einem angeblichen Allah bekommen, ja, wo der Engel Jibril ihn erwirkt hat und so weiter. Ganz ehrlich, schau mal, merkst du überhaupt, an was du glaubst, ja? Noch einmal, es könnte sein, es gibt einen Gott, aber das ist kein Gott mit einer Religion. Und solche Psychopathen wie Propheten, also Propheten allgemein meine ich, weißt du, was ich meine? Die wo komisch geträumt haben und diese Krankheiten. Also ganz ehrlich, das ist doch nicht mehr normal. Wach doch auf. Wieso möchtest du die Wahrheit nicht sehen? Mach den Koran auf, dann siehst du die Wahrheit.
Wow, ja, eben, ich habe den Koran, schau mal, aber wir haben doch den Koran gelesen, wir haben die Sunna gelesen, wir haben den Verstand eingeschaltet und so, und wir haben gesehen, dass es gibt nicht nur, dass es keinen Gott gibt, also ich zumindest, ja, sondern dass der Islam auf gar keinen Fall von einem allmächtigen Gott ist, der mich erschaffen hat. Schau, ich kann nicht immer reden, nur kurz schau. Schau, ich habe den Koran aufgemacht, ne? Und da steht da drin, Atilu Dalika Zanim. Du sagst ja, kurdische Manawi. Nein. Kurde Kahpe. Brasi. Kurde Kahpe, Manawi, Kurde Kahpe. Damit du verstehst. Das ist, ich weiß nicht, was das für ein Buch ist. Das ist falsches Buch, was du da hast. Atilu Dalika Zanim, Mann. Das ist Surat al-Qalam, Sura 68, Vers 13, Mann. Lies mir vor. Der steht auf Deutsch sogar. Ey, versteht ihr das nicht, dass ich gerade nichts bei mir habe? Ich bin auf Arbeit. Versteht ihr das nicht? Ja, aber dann kannst du nicht sagen, das stimmt nicht. Und warum kannst du nicht Live-Hoch, wenn du sowieso nichts beweisen kannst? Ich kann beweisen, wenn ich zu Hause hätte, ich beweisen können. Wow, aber nicht da. Ja. Das ist aber Zeitbetrug, was du gerade machst. Ne? Während der Arbeitszeit hier auf TikTok, dafür wirst du nicht bezahlt, mein Lieber. Doch, ich werde gerade dafür bezahlt. Wie wäre es mal, wenn du arbeitest? Nein. Na klar, das würde ich sehen, dass du arbeitest. Mal, wenn du arbeitest und nicht hier Zeitbetrug machst. Ich werde gerade dafür bezahlt. Ihr werdet nicht bezahlt. Ich bekomme dafür Geld, indem ich mit euch debattiere. Wow, den Arbeitgeber, also den würde ich gerne mal hören. Hey, Moment mal, also bekommst du dafür Geld, dass du weißt eigentlich schon, wenn du dafür Geld bekommst, dann arbeitest du nicht für Gott. Nee, vielleicht, ja, wo arbeitest du, als was arbeitest du denn hier? Im Sicherheitsgewerbe hast du während deiner Arbeitszeit kein Handy dabei zu haben. Das Einzige, was du machen kannst, in deiner Ruhephase, da kannst du ein Handy dabei haben. Aber nur, wenn deine Schicht 12 Stunden geht. Schau, lies mir vor, guck mal, Vers 68, Vers 13. Lies mir vor. Das ist falsches Buch, was du hast, falsches Buch. Land, das komm ist Google. Nicht mit falschen guck Quellen, mal, ich komm gegoogelt. Mit richtigen Quellen. Lies mir einfach, Google das, Mann. Google, ich guck nicht auf Google. Ich hab zu Hause Tafsir, ich guck Tafsir später. Ja, dann hol mal raus. Das ist jetzt gerade wirklich perfekt, was du gerade machst. Carlo, der ist Kurde. Also ich sag mal das ganz ehrlich jetzt, du verstehst kein Arabisch, du hast überhaupt keinen Beweis bei dir und du verleugst das Ganze. Also, ja, dann sag ihm mal bitte, dass er ein Teufelskind ist. Na, wallah, schau, Musulman ulot bejen. Kurde, wallah, Musulman ulot bejen. Musulman ulot bejen, Kurde. Kennt ihr Salatin Ayyubi? Sei mal ruhig und hör mal zu, was Carlo sagt. Oh, hör auf mit deinem Salahuddin Ayyubi, der war ein Verräter, Mann. Ja. Der muslimische Krieger, den es gibt. Ja, warum hat er kein Land gemacht vor uns? Warum soll er ein Land machen? Seine Aufgabe. Wieso? Brauchst du kein Land? Der war im Jihad, er hat schon Land gesetzt. Brauchst du kein Land? Nein, ich lebe in Deutschland. Also willst du nicht Kurdistan? Ja doch, wenn gibt's, wäre schön. Warum nicht? Aber gibt's nicht. Ja, und guck mal, Dubai. Ne, guck mal, Dubai, Emirat, da sind nicht mal 1 Million Einwohner, haben ein Land. Aber wir 80 Millionen haben nicht mal ein Land. Also hör auf mit Salahuddin Ayyubi. Wenn du seinen Namen nimmst, dann fange ich an, ihn zu beschimpfen. Verstehst du? Kannst du machen. Du bist, also Schau, du bist auch ein Muslim. Ich bin mal so vor 2 Wochen Ex-Muslim, ne? Dann siehst du, die ganzen Muslime kommen hoch. Du bist Kurde, ja? Sowieso, du bist ein Teufelkind. Du bist sowieso ein Teufelkind. Gott sei Dank bist du Ex-Muslim. So werden die antworten. Du Kurde und dann fangen die mit deinem Volk an zu. Verstehst du? Ich erlebe das jeden Tag, glaub mir. Ja, kann sein, die sagen das zu dir, weil du nicht gläubig bist. Warum? Nein, die sagen alle Kurden. Die sagen, ihr seid Kurden, sowieso kein Normal bei euch. Warum hat das zu mir noch nicht gesagt? Der sagt mir nicht, weil du Kurde bist. Nein, der sagt, ihr Kurden seid ja sowieso Teufelskinder. Aber warum hat das mir noch nie jemand gesagt? Ja, weil du Muslim bist, Mann.
Ja, weil du Muslim bist. Siehst du? Mann, das sagt er dir, weil du. Ja, aber das sagt er, weil du Muslim bist. Sag ihm. Ja, aber guck mal. Guck mal, geh mal auf meine Seite. Geh mal auf meine Seite, guck dir, was die mit Kurden gemacht haben. Du bist selber Kurde, woher kommst du eigentlich? Du hast ein Feldchen. Diyarbakır, was ist mit 2016? Ich komme auch aus Diyarbakır. Was ist mit 2016? Wer war das? Hast du mal Diyarbakır 2016 gesehen? Nein, mit Politik habe ich nichts getan. Die Leute hier haben kein Wissen, reden, Busch. Also redest du von dir selbst gerade? Das ist aber lieb, dass du so eine Selbstverständnis hast. Ich rede von dir. Genau von dir rede ich. Oh. Die Frau... Warte, Schau. Farah. Oh, Schau, rechtleiten ist doch sowas von los, Mensch. Wenn dann links. Nein, warte, Mann. Möge der Weihnachtsmann dich auch... Erstmal guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend an alle zusammen. Ja, warum der ist da runter? Ich wollte ihm ein paar Fragen stellen. Aber Carlo, der war Kurde aus Irak oder Türkei? Türkei. Ach so, ja, Türkei ist ein bisschen schwierig, Carlo. Du weißt das genau, die Kurden von Türkei. Obwohl, die haben sehr viel erlebt von Erdogan, weißt du, was ich meine? Und trotzdem kommt der Herr hoch und überzeugt er über Islam. Ich finde es echt sehr traurig, was der macht. Aber leider, der hat keine Ahnung, der hat null Ahnung. Und das wissen wir ganz genau, er versteht kein Arabisch. Weil du hast gesagt, Atullah Ba'da Dalika Zanim. Das ist, bedeutet, Atullah Ba'da Dalika Zanim, das ist, wie sagt man das? Genau. Das ist Beleidigung. Das ist Atullah Ba'da Dalika Zanim, versteht man auf Arabisch. Das ist Ibn Sina, yani. Der ist ohne Vater gekommen. Und deswegen mit Sünde gekommen. Und das ist, ja, und das ist eine Beleidigung auf Arabisch. Er hat keine Null zu wissen. Das ist die Frage. Und deswegen, wenn wir daran denken, Leute, das ist der, ich dachte, der ist Türkei von Irak oder Syrer. Der ist keine, ja. Aber das ist, ja, schade, der ist weg, ist, aber ich finde, das ist sehr, sehr traurig. Ich hoffe, dass er seine Augen öffnet, ganz ehrlich, was er sagt. Weil ich habe eine Freundin selber, sie ist auch Kurde aus der Türkei, sie hat mir erzählt, sie hat wirklich ein Video zu mir geschickt über YouTube. Und ich habe das selber auch gesehen, wie der Erdogan damals 1900, ich bin ihre nicht so genau, das war nicht so lange her, was er mit dem Kurden gemacht hat. Und bis jetzt, bis heute, ganz ehrlich. Und du hast auch, Carlo, du hast sehr, sehr schöne Frage gefragt. Du hast gesagt, warum hat Salahuddin nicht von uns einen Daula gemacht, weißt du? Das war eine sehr schöne Frage. Er konnte nicht antworten. Du hast genannt so viele Vers in der Koran. Er konnte auch nicht antworten, weil ich bin 100% sicher, er hat noch nie Koran aufgemacht. Para, sorry, ja. Da ist er ja wieder. Du kannst ihn fragen. Ach so, Schau. Hi, Schau. Guten Abend. Guten Abend, okay. Schau. Bist du extra für mich reingekommen, ja? Wie bitte? Willst du mich jetzt versuchen zu überzeugen, oder? Nein, ich wollte nicht das überzeugen. Ich wollte nur, dass ich wollte ein paar Fragen stellen. Aber hast du schon Koran gelesen, Schau? Ich hab, guck mal, ohne dass jemand dazu. Farah, ich heiße Farah. Ohne dass jemand dazwischen redet, ich kläre mal langsam auf, ich rede langsam, damit ihr das versteht, weißt du? Weil ab und zu rede ich ein bisschen zu schnell. Guck mal, ich habe den Koran auf Arabisch, nur auf Arabisch, ja? Genau. Habe ich 3-4 Mal durchgelesen. So, ich bin kein Gelehrter, ich weiß einiges aus dem Koran, weil der Koran hat über 600 Seiten. Und ich weiß nicht, jede Vers, jede Sure kann ich nicht auswendig. Erst, ich bin Kurde aus der Türkei. Ja, ich das, was ich gelernt habe von Gelehrten, von Imame, ich habe nach Wissen gesucht, weißt du? Ich habe nach Wissen gesucht, ich habe Bücher gelesen. Was ich gelernt habe, habe ich gelernt. Aber wenn mir einer jetzt auf Arabisch irgendwo
ein Vers oder so gibt, kenne ich aus dem Kopf, weil ich bin nicht allwissend. Verstehst du? Es ist nicht so schlimm, Charo. Das ist wirklich. Ich kann nur das sagen, was ich gelernt habe. Nur das kann ich. Ja, das ist und gut, das ist gut. Ja. Das finde ich gut, aber ich meine, das ist nicht so schlimm. Weil wenn ich etwas nicht weiß, dann rede ich auch nicht. Und wenn mir jemand was sagt, natürlich glaube ich das nicht, weil ich das ja selber nicht gelesen habe. Da kann ich ja nicht einfach sagen, ja, das stimmt. Weil ich weiß ja nicht, was der gerade da sagt, verstehst du? Natürlich kann er dann auf Deutsch übersetzen und sagen, guck mal, da steht das und das. Aber ich verstehe ja das Arabische nicht, verstehst du? Da kann ich ja das ist, nicht, aber das was? Ist nicht so schlimm, ja. Shaho. Das ist wirklich warum? Nicht so schlimm. Ja, und deswegen hat der Kollege ja auf Arabisch was gesagt und das nochmal übersetzt auf Deutsch. Und ich habe auch das vorher gesagt. Ich habe vorher, wo du rausgegangen bist, ich habe das gesagt, Leute, ich habe das schon bemerkt. Ich war so eine halbe Stunde vorher. Ich habe dich richtig schon gehört, weißt du? Und dass du auch keine Ahnung hast, so viel. Und ich bin 100% sicher, das ist nicht so schlimm. Gibt so viele heutzutage, so wie du. Verstehst du, was ich meine? Du bist nicht die Einzige, wo du nicht so viel Ahnung hast. Ich habe zu Hause den Tafsir mit Koran und deutsche Übersetzung. Also fast 1:1 Übersetzung aus dem Koran. So, hätte ich jetzt den Tafsir jetzt bei mir, ihr könntet sagen, schlag den und den Vers auf. Ich schlage auf und wenn das, weil das Problem ist, ich habe oft mit einigen, habe ich hier diskutiert und die haben mir zum Beispiel Hadithe genannt. Ich habe den Hadith, ich kann mich nicht mehr erinnern, was für ein Hadith da war. Der hat mir einen Hadith genannt. Ich habe den aufgeschlagen und bei mir stand komplett was anderes als das, was er gesagt hat. Ja, wieso jetzt, frage ich dich mal. Vielleicht hast du den falschen Nummer gemerkt. Nein, ich sage dir, wir sind hier so viel respektvoll, weißt du, braucht man nicht so schreien und beleidigen untereinander, verstehst du, ich habe, was ich gesagt habe, die Leute sind ohne Gehirn, aber hier sind einige auf Mutter gegangen, haben Mutter beleidigt, Vater beleidigt. Guck mal, wenn jemand... Alles gut, aber ich meinte, mich nicht so gerne... Nur eine Sache, wenn das eine Person in mein Gesicht gesagt hätte, das wäre ganz anders abgelaufen, das kann ich dir garantieren. Hier auf Internet oder in TikTok kann jeder beleidigen. Das ist auch mir egal, aber hätte diese Person... Aber schau, keiner hat deine Mutter hier beleidigt. Doch, schau, keiner hat deine Mutter... Wer? Doch, diese eine Frau hat doch meine Mutter beleidigt. Ja, Moment. Walla, nein. Mein lieber Chahu, du hast gesagt, es gibt Frauen oder Frauen haben nur ein halbes Gehirn. Ja. Und daraufhin hat jemand gesagt, na, dann hat deine Mutter auch nur ein halbes. Was ja theoretisch auch logisch ist. Also angefangen mit Beleidigen hast du. Tut mir leid. Hast du. Aber alles gut. Dass einer hier das H-Wort benutzt hat. Dass deine Mutter. Ja, aber. Nee. Genau. Es ging ums halbe Hirn. Nein, schau. Und damit schau, hast du angefangen. Keiner hat das gesagt. Ich werde ihn beschimpfen, wenn jemand und das sie gesagt hat. Guck mal, das war. Hab ich falsch verstanden? Das war Missverständnis. Carlo, die Lara möchte hoch, ich gehe schnell runter. Dann kannst du. Sie hat. Nein, da war nicht Shaho, Wallahi, da war niemand. Verstehst du, was ich meine? Da war niemand. Ich habe gesagt, das Missverständnis ist bei mir auch genauso. Manchmal, das haben wir so kurz Missverständnis. Verstehst du, was ich meine? Aber das wäre cool, weißt du, dass du bei uns bist und das wäre cool, dass du immer zu uns kommst und wenn du aufwachst, Fragen stellen und ein paar Fragen stellen, wir können auch gerne beantworten, verstehst du, weil wir haben echt so viele Wissen und so viele gelesen. Das Problem ist, meinst du mich vielleicht zufällig? Ich weiß nicht, wen. Ich weiß ja nicht, wer da geredet hat. Keine Ahnung.
Du meinst ja Frau, weil ich war ja die einzige Frau, wo halt dann gesagt hast, wenn du meinst, dass ich zum Beispiel kein Gehirn habe, dann ist es ja für dich ja keine Beleidigung, hast du ja gesagt. Ne? Dann habe ich ja gedacht, aber auch ich habe das H-Wort gehört. Nein, Bruder, guck mal, du hattest gemeint, Ruhe, und dann hat die gesagt, deine Mutter soll ruhig sein. So habe ich das gehört. Ja, aber was du mich dann nicht gemeint hast, dann okay. Jetzt, ich frage euch nur eine einzige Frage. Ja? Ich bin ja mit euch hier am Diskutieren oder Debattieren, ne? So, aber warum zieht ihr denn jetzt Mutter mit rein? Weil ich rede doch mit euch. Was hat denn meine Mutter damit zu tun? Hab ich was wegen eurer Mutter gesagt? Nein. Warum zieht ihr denn meine Mutter mit rein? Ja, das frage ich euch jetzt. Aber wer hat denn deine Mutter erwähnt? Was meinst du? Das mit der Mutter war ja ich. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, dann warst du das ja. Keiner hat ja deine Mutter beleidigt. Keiner. Ja, aber was ich sage, warum Mutter? Also, wer hat denn das gesagt? Ja, aber schau doch, keiner hat das doch gesagt. Keiner hat das doch gesagt. Natürlich, einer hat doch gesagt, deine Mutter hat auch kein Gehirn. Ja, das war ich. Ja, und warum nimmst du denn Mutter mit hier in TikTok rein? Verstehst du das mal? Ja, sag mal, warte mal ganz kurz. Machst du das jetzt gerade mit Absicht oder was ist los? Ich habe es doch gerade eben erklärt. Schau mal, noch einmal. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich sage, und dann ist die Sache abgehakt, okay? Ich halte nichts von Beleidigungen. Ich beleidige niemals. Auch wenn Muslime mich beleidigen, ich beleidige nie zurück, okay? Einmal dazu. Die nächste Sache. Du hast zu mir gesagt, ich habe kein Gehirn. Ja, und dann hast du gesagt, warte, denk bitte, du musst jetzt auch gerecht sein und ehrlich sein, ja? Ja, Dann hast du gesagt, das ist keine Beleidigung. Und da es für dich keine Beleidigung ist, habe ich dann auch gesagt, deine Mutter hat dann auch kein Gehirn. Und somit ist dann die Sache auch gegessen worden. Na, verstehst du? Aber denk doch nach, ich rede doch mit dir, dann sag doch zu mir, du hast kein Gehirn. Aber warum sagst du denn Mutter? Ja, aber du sagst doch, dass du zu mir sagst, ich habe kein Gehirn, ist ja keine Beleidigung. Somit habe ich ja deine Mutter auch nicht beleidigt. Aber wieso fühlst du dich jetzt angegriffen? Ich verstehe jetzt gerade deine Show nicht. Ja, aber du sprichst doch mit mir, nicht mit meiner Mutter. Schau, das ging darum, weil du gesagt hast, weil ihr Frauen seid. Deswegen, wenn die dich nennt, du bist ja keine Frau, Mann. Ja, aber hier sind ja nur Frauen drin. Genau, und da schreibt jetzt einer zum Beispiel, schau mal, da schreibt jetzt da einer, da sieht man wieder, ne, damit siehst du, dass du Doppelmoral hast. Merkst du jetzt deine Doppelmoral eventuell, weil du das nicht verstehen möchtest? Merkst du das jetzt vielleicht? Nee, ich merk das nicht. Wie gesagt, ich hab nicht... Ja, dann hast du halt einen Balken. Dann hast du einen Balken vor deinen Augen. Nein, weil ich habe auch nicht so... Auf jeden Fall, wie gesagt, wir diskutieren hier vernünftig, alles in Ordnung. Ich halte absolut nichts von Beleidigung, auch wenn Muslime mich beleidigen, auch Christen. Ja, weil ich diskutiere mit beiden Seiten, nicht nur mit Muslime. Ich beleidige niemals zurück, weil das ist für mich ein schwacher Mensch. Und erst recht nicht auf Mutter, auf Familie. Na, ich bin ja Albanerin, ich komme aus Kosovo und Familie geht gar nicht. So, und das würde ich ja auch niemandem was antun. So. Ne? Okay, ist ja alles jetzt geklärt. Wie gesagt, wenn es für dich eine Beleidigung ist, dann hast du mich aber auch beleidigt, ja? Wenn du möchtest, können wir uns gegenseitig uns entschuldigen und gut ist es, wenn du möchtest. Ich bleibe dabei, dass ich zu dir gesagt habe, du hast kein Gehirn. Aber du hast sehr schön. Und ich bleibe auch dann dabei, zu sagen, dass deine Mutter auch kein Gehirn hat. Dann bleibe ich auch dabei, dass deine Mutter auch kein Gehirn hat. Ja, okay, dann hat deine Mutter auch kein Gehirn. Schau, alles gut. Ja, aber wieso regst du dich jetzt auf? Wieso regst du dich jetzt auf? Das hat... Warte mal ganz kurz, weil das ist... Der hat eine Doppelmoral. Ja, ich weiß, aber Lara, ist okay, das war ein Missverständnis, weißt du, die verstehen immer... Nee, das war kein Missverständnis. Der hat das nämlich, guck mal, er hat sich gerade eben verraten, dass er mich doch beleidigen wollte, ne? Aufgrund dessen, ne, da, wo ich dann seine Mutter erwähnt habe, der hat sich dann beleidigt gefühlt. Also das heißt, ja, er hat mich beleidigt, merkst du jetzt was? Ja. Nein, das Einzige, was du nicht verstehst, du nimmst eine Person hier rein, die gar nichts mit dieser Sache zu tun hat.
Verstehst du? Ja, das, ja, ja, das habe ich auch was, vorher gesagt. Ja, ja, das ist das, was ich verstehe. Oder nicht verstehe. Ja, aber du hast ja gesagt, das ist keine Beleidigung, Mensch. Okay, das, du spielt, aber, das spielt doch keine Rolle, ob das Beleidigung ist oder nicht. Aber natürlich, dann hast du automatisch deine Mutter auch selbst beleidigt. Wenn du sagst, Frauen haben kein Gehirn oder ein halbes Gehirn. Erkläre mir bitte, ist deine Mutter eine Frau? Lede, ganz ehrlich, deine Profilbild finde ich auch nicht gut. Aber guck mal, ich wie gesagt habe, das hat, guck mal, der hat keine Ahnung, Leute. Und das ist ganz normal, wenn er so reagiert. Ich habe auch dann am Anfang gesagt, wenn er so viel keine Ahnung hat, er kann nicht so zum Beispiel beantworten, weil der hat so viel Hallo genannt und Faires und das hier. Und er hat gesagt, das kann nicht sein, weil der hat, ich merke ich mal auch so, das hat noch nie Koran gelesen. Auch wenn er gelesen, das hat noch nicht so richtig verstanden. Weißt du, Udilla Bada Dalika Zanim, wie kann er das verstehen? Weißt du, wie schwer Wort ist das? Udilla Bada Dalika Zanim. Ja, Hamada Tahadab. Verstehst du? Selber Arabische manchmal verstehen wir auch nicht so richtig. Verstehst du? Das ist so, dieser, weil das wissen wir ganz genau. Alles Koran, so viele Grammatikfehler Arabische drin. Und es gibt so viele fremde Worte in den Koran steht, dass sie nicht mal benutzen, die nicht mal heutzutage die Araber benutzen als Arabisch, weil ich und Carlo beherrschen wir Arabisch, das verstehen wir ganz genau. Zum Beispiel gibt es die Worte, wie heißt das, ja, das Lam Nun, zum Beispiel Lam Nun. Was bedeutet das Lam Nun? Wie benutzen wir das nicht? Und deswegen, alles arabische Sprache benutzen wir nicht. Und deswegen, das ist eine sehr viele fremde Worte. Und das wissen wir ganz genau, wie laut der Koran, wie kam der Koran, wie wurde das geschrieben, wie wurde das damals die Schrift geschrieben, weil es so viele aramäer Worte drin ist. Und deswegen vor ihm, das würde auch sehr schwer, Leute, sein. Aber gar halbes Gehirn, guck mal, Schatz, sie hat dann Lara gemeint, halbes Gehirn, weil das steht wirklich im Koran, schau. Das steht Naqisat al-Aql wa Din. Und ich weiß nicht, ob das so einmal gehört. Verstehst du, was ich meine? Sowas, da steht wirklich drin, dass die Frauen Naqisat al-Aql wa Din, dass sie halbes Gehirn hat. Verstehst du? Oder steht auch Yuqta Salat, weißt du, Surat al-Ma'idah 33. Das steht wirklich, wenn ein Mann betet, zum Beispiel, wenn eine Frau, wenn die zum Beispiel dich auf notwendig oder was aus Not, oder wenn du verheiratet bist und seine Frau passiert mit dem Kind und du bist im Gebet. Und wenn du das, wenn dich unterbrecht, das heißt, das wurde genannt wie ein Al-Ra'id. Al-Ra'id, das bedeutet Kaka, das heißt Scheiße. Und das würde wirklich so verstehen. Aber du kannst gerne bei uns kommen. Wie gesagt, wir können auch die Quelle zeigen. Wir können, wenn du alles Fragen stellen, das so gerne. Weißt du, was ich meine? Nur, dass du Bescheid weißt. Guck mal, ich sag mal so, ich sag eine einzige Sache noch. Ich werde, bis ich sterbe, bei meiner Religion bleiben. Mich haben versucht, bis heute viele aber zu überzeugen. Ist es okay für dich? Guck mal, schau, ist es okay für dich, wenn du das wirklich zufrieden bist und wenn nicht, dass du die Wahrheit ist. Aber ganz ehrlich, aber guck mal, überleg's mal, schau, wenn es nicht wäre, was machst du dann? Was passiert dann bei dir? Wie würdest du das erklären, wenn ich nicht das sah würde, wenn ich nicht der Wahrheit wäre? Guck mal, ich sag's dir was, guck mal. Nicht, das heißt, jedes Kind als Eltern Muslim geboren, das heißt, er hat richtige Religion und die Wahrheit. Nein. Zum Beispiel, ich sehe auch selbst, weißt du, was ich meine? Wenn ich von Eltern geboren, alles Muslim. Aber nicht, das heißt, ich habe von meinen Eltern geerbt. Aber nicht, das heißt, dass es meine Religion richtig war. Weil Religion, wenn er mich nicht die Wahrheit zu wissen, und er lässt mich nicht den anderen Religionen zu lesen und er freiwillig konfrontiert. Denkst du, das ist eine Religion und moralisch von Gott, von Allah, subhanahu wa ta'ala? Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel Allah, weißt du dieser Wort Allah, die beten alle Muslimen.
eigentlich dieser Allah-Wort, das ist von Aramäer-Wort, nur dass du Bescheid weißt. Allah wurde geschrieben, das ist eine Aramäer, genau Aramäer-Allah ist das. Glaub mir das, weil genau in Aramäer-Schrift, weil ich habe auch ein bisschen versucht, Aramäer zu lesen. Und ich habe auch versucht, die Allah, weißt du, von einem, weil ich habe eine Bekannte Aramäer, ich bin, und er hat beigebracht, sehr viel mich beigebracht. Und er hat mir sehr viel gezeigt. Und deswegen, das ist ein Aramäer-Wort Allah. Das wurde Allah früher, den aramäischen Wort, geschrieben, genauso wie heute Allah haben. Nur, dass du Bescheid weißt, ja? Zum Beispiel, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, das ist auch Aramäer-Wort. Bismillahirrahmanirrahimu, das ist auch Aramäer-Wort. Und es gibt so viele, stehst du? Das heißt, und das wissen wir, wenn du das Sira Nabawiyya ibn Ishaq liest, das steht auch zum Beispiel, so viel ein Beispiel. Weißt du alles, Kurden, weißt du, gibt es ein Hadith, seid ihr Qawamun al-Jinn, und hat er Muhammad euch beleidigt, nur dass du Bescheid weißt, und es tut mir so weh, weißt du warum? Guck mal, ich mag Kurden so sehr, glaub mir das, soll ich dir erzählen, glaub mir, die Hälfte meiner Freunde, weißt du, ich habe alle beste Freunde, sie ist auch Kurde. Weißt du warum? Weil ich bin die meisten mit Kurden so befreundet und so mit dem verstehen. Verstehst du, was ich meine? Warum? Weil wenn du daran denkst, glaub mir das, die Kurden, die waren vorher, weißt du, vor Geschichte, ich habe auch mich sehr viel recherchiert über Kurden. Aber wenn du das verstehst, die Kurden, die waren Christen. Wenn du die Kurden siehst, heutzutage in Afrin, in Syrien, was ist mit dem passiert, ich kann dich folgen und ich schicke dir ein Video, wie die Muslimen Araber beleidigen die Kurden. Ich habe Carlo geschickt. Der weiß selber, was da passiert. Denkst du, ist ja dumm? Verstehst du, was ich meine? Aber da sind ja Summum Bukum Umyun und Laia Jaun. Laia Jaun. Laia Jaun. Nein, auch Laia Jaun. Das ist auch vor ihm. Das sieht aber, tut er, ob er nicht sieht. Verstehst du? Hört, aber tut er nicht hören. Verstehst du? Und das ist eigentlich, der Vers ist auch für dich, schau. Nein, das ist nur für die Ungläubigen. Wallah, das ist für dich. Nein. Wallah, das ist für weißt dich. Weißt du, was ich verstehe? Wallah, die Strafe Allahs ist groß, dass sie den Islam schlecht machen. Ja, dass ihr falsch über den Islam redet, dass Wallah, die Strafe Allahs ist groß. Guck mal. Am Tag der Aufmerksamkeit. Nein, Schau. Alles gut, Barah. Rechenschaft. In Rechenschaft gezogen. Was heißt das? Was heißt das? Hallo, Hade Kurdi, ihr werdet auf jeden Fall in Rechenschaft gezogen. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Schau, wie meinst du das? Was siehst du, wenn du dann stirbst nach dem Tod? Ach so, ich dachte hier auf die Erde, Mann. Ja, aber ganz ehrlich, guck mal. Rechenschaft gezogen. Warum redet ihr eigentlich nicht über andere Religionen? Warum über den Islam? Was ja, das mache ich auch den ganzen Tag. Das mache ich auch den ganzen Tag. Guck mal, die machen auch, guck mal, die Lara, wo die hoch war, sie kritisiert auch. Weißt du, warum? Ich sag's dir, warum? Guck mal, warum über Islam? Ich sag's dir, weil steht in drinnen die Sachen, wo die unmenschlich ist. Die einzige Religion ist, das ist so eine aggressive Religion und Terror. Verstehst du, was ich meine? Weil, warum? Warum bin ich nicht im Krieg oder im Terror? Du bist, guck mal, du hast Tarbiya. Weißt du, was Tarbiya bedeutet? Wallahi, du hast mehr Tarbiya. Ich, guck mal, wenn es das Problem ist, guck mal, wenn du das richtig verstehst in Islam, du wirst auch mich verstehen. Warum? Dass die alle Menschen Probleme haben mit dem Islam. Weißt du, warum? Weil die haben Islam richtig verstanden. Das ja, weißt du, was Grund. Islam bedeutet? Er gibt dich in Gottes Willen und in Gottes Ja, Frieden. Aber Islam, guck mal, Muhammad, weißt du, Muhammad... Tamam, Farah, adna gherna, adna dola. Lahda, daqiqa, muhada kurdi, hada kurdi. Ja, khalli kurdi, ma hi, idani magdar aqlu, inti taqli. La, la taqli, bas hada, aqlu hum shuaya. Ana magdar aqlu, wallah, die sagt, weil das Kurde, ich will mit ihm reden, ich kann ihm nicht mehr bezeugen. Ja, aber die Kurden, weißt du, die Kurden wissen ja, aber die Kurden kannst du, ja, kannst du nicht vergleichen. Ja, aber, hi. Sokole? Ja. Ja, aber, guck mal, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, guck mal. Geh einfach lesen und recherchierst du so viele Sachen.
Und warum reden die alle, warum heutzutage und die ganze Welt hat mit dem Islam Probleme? Weil die lauten Schriften und der lauten Koran auch so. Koran, eine Sekunde darf ich, ich muss hier jemanden antworten. Hier sagt einer zu mir, würdest du für 5 Bitcoins Islam verlassen? Wallahi, ich würde für 1 Million Bitcoins nicht meine Religion verlassen. Wenn ich doch nicht, lass es ihn, lass denn es ich ihn weiß, heute steht einer vor mir, der sagt, verlässt du Islam oder ich bringe ja, aber um, lass den sag, Kommentar, Scha, lass den Kommentar bitte. Lass, guck mal, mit mir, weißt du, wie sie mich beleidigen? Weißt du, wo der vorher war? Weißt du, wie die mich beleidigen? Ohne Ende. Weißt du, wie die mich angreift? Islam, niemals werde ich den Islam verlassen, nie im Leben. Ja, wir haben es kapiert, du bist ein gottesfürchtiger Moslem. Niemanden. Wallahi, und. Wallahi, wer hat es gesagt, dass du den Islam verlassen? Nein, das hat. Ja, gefunden. Hat doch gerade einer geschrieben, würdest du verlassen für 5 Bitcoins. Nein, aber guck mal, kann schau, ich dir Frage stellen, Farah? Du musst. Ja, wie ja, der Beste. Ja. Nein, Vater. Ja, bitte, Entschuldigung. Ja, gar kein Problem. So, schau mal, seit den frühen 60ern ne, sind ja sehr viele Türken in Deutschland, auch Araber. Aber ja. So gab es noch nie mit der Auslebung, zum Beispiel von der türkischen Art in Deutschland, noch nie ein einziges Problem. Erste Frage, warum verstehen die Türken zum Beispiel oder die Mehrheit das anders, so wie du das erzählst? Weil die wissen ganz genau, diese Verse sind damals runter in Kriegszeiten. Die sagen, es ist in Kriegszeiten passiert. Da können ja die Leute nichts dafür, wenn andere Leute das auf heute beziehen. Na? Jetzt beantworte mir die Frage, warum das seit den 60ern quasi mit der türkischen Auslebung noch nie Probleme gab, aber erst seitdem, ihr wisst schon, Leute hierher gekommen sind, Probleme mit dem Islam gibt. Wieso versteht das kein einziger Türke, so wie du es hier preist? Erklär mir das mal. Sag es dir warum, ich sag's dir warum, Bruder, guck mal. Weil die Türken, guck mal, die haben diesen modernen Islam. Al-Ulmani, weißt du, was Al-Ulmani bedeutet? Das heißt, habt ihr diese moderne Almani? Ich glaube, das versteht das auch ist dieser falsch, Wort. Was du sagst. Die bitten, also das ist derselbe Koran, das sind dieselben Hadithen. Warte, Hadithen. Das ist nein. Nein. Die sind modern im Kopf, weil die Verse nicht auf heute beziehen. Ja, oder? Aber Osmanreich, weißt du ja, aber Kurdis nicht, das heißt, guck mal, ich sag's dir was. Mhm. Nicht, das heißt, den seid ihr unschuldig. Weißt du, den Osmanreich, was sie damals mit dem Namen Islam gemacht? Kennst du diese Harim al-Sultan, Suleiman? Kennst du die Serie? Genau. Der Harim al-Sultan hat auch den Sklaven genommen damals und 4 Frauen gehabt. Und er war auch Suleiman Hakim. Verstehst du, was ich meine? Worauf du jetzt kommst? Und er hat die Verse genannt, immer von Koran. Und weißt du, was noch es gibt? Er sagt dir was. Guck mal, wenn du... Die Türken, die haben auch sehr viele Scheißen gemacht und die haben unmenschliche die Menschen getötet. 1915. Meine Frage war, warum? Warte, bezieh das jetzt bitte nicht. Warte, auf. Lass mich ausreden, dann verstehst du, was ich meine, Bruder. Ja, Farah, nein, ich gehe nicht Politik. Ja. Ich rede nur, dass sie nicht Politik. Nein, sag mir einfach, warum es bei den Türken und damals auch die Araber. Ich sag's dir, warum? Weil die verstehen. Guck mal, die Araber damals. Ganz ehrlich. Das wissen wir ganz genau, das haben wir auch dann unterleben, keine Demokratie gehabt und dann hatten wir auch so was geheimlich war, dass wir hatten nicht so viele, so wie heute, Möglichkeiten, die Wahrheit zu wissen. Und das war der Grund, verstehst du, was ich meine? Wir hatten nur einfach so Moschee gegangen, damals mit meinem Eltern. Ja, kann ich nicht stehen, aber in Türkei war es da auch so. So 70er, ja, aber ich meinte ja, aber nicht, das heißt, die Araber und Türken, die sind unschuldig. Zum Beispiel, weißt du, in 60er, du redest über 60er oder 50er. Bis heute, das ist ich war noch nicht, ja, die waren noch nicht, mein Vater war noch nicht in 5, ja, Ende 50er geboren, aber ich meinte, ich war noch nie selbst geboren. Verstehst du, was ich meine? Aber ich meinte, ich habe schon ein bisschen auch damals recherchiert und gelesen, das wissen wir ja, aber nicht, das heißt, der war gab kein Terror. Das gab schon, aber gab kein Internet, Bruder. Gab es damals keine Internet und diese Medien. Das kommt nicht in Wahrheit heutzutage. Madame, schau mal, du erklärst bitte von links und rechts, hübsch. 2015 gab es Internet, 2007 gab es schon Internet.
Es gab noch nie, redet auch von den Arabern, die hier waren. Doch, noch nie Probleme. 2010, seit, warte, warte. Was ist passiert 2010 in Irak, 2006 und 2003, was ist passiert in Irak? Weil ich bin eine Irakerin und weiß genau Irak, was es erlebt hat seit 19. Ich weiß, die Leute sind traumatisiert. Guck mal, du hüpfst wieder von links nach rechts. Die Leute sind traumatisiert, okay? Ich weiß, ihr habt damals nicht so viele Möglichkeiten gehabt, wie Türkei oder wie hier, okay? Aber die Leute sind traumatisiert, kommen hierher. Warte, Bruder, die besten, warte, Bruder. Farah Rahanez, lech tamam, Rahanez, lech tamam. Also meine Frage nur beantworten. Okay. تمام راح راح انزل يلا راح انا اقول لا يهاجموش انا مو لا يهاجموش تمام انا لا ما يهاجمني كان لا لا عادي عادي انا راح اشوي لا لا لان انا راح افتهم في دول قلبك ليش تخاف عليه لا لا ما قصدي اخاف على شيء انا تمام افكر ما ده افكر نوخمال دي بيستن حبيبي مش عارف ازاي كنت بسوف Türken und Araber, die bisher noch nie den Islam so ausgelebt haben. Erst seit 2015, das kann ich auch bestätigen, gibt es in Deutschland diese Probleme, Bruder. Diese Leute sind traumatisiert, die haben sehr viel durchgemacht. Ja? Aber ja. Davor gab es das nicht, gab es nicht ja selbst. Ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Er sagt mir warum. Seit 2014, wie viele Flüchtlinge sind die nach Deutschland gekommen? Sehr viele. Wie viele? Ich kenne die Zahlen nicht, aber schon. Ja. Sind die IS-Leute vom in Irak und Syrien ausgestorben? Nein, das ist ja das Problem. Aber du beantwortest wieder nicht meine Frage. Wo sind die hier? Wo sind die? Die sind hier. Ja, bitteschön. Und die, hast die, du meine die Frage sitzen, beantwortet? Die sitzen, ja, und die sitzen in Moschees und der Türke, der kleine Türke jetzt, ne, der gerade mal 12 oder 10 Jahre, der geht bei dieser Moschee und lernt Koran richtig. Verstehst du? Nicht richtig, genau das ist die falsche Art vom Islam, Bruder. Nein, das ist der richtige Art. Das ist der richtige Art, aber. Nein, Habibi. Das ist der richtige Art. Meinung. Die ganze so Araber, was? Bist du Türke? Bist du Türke? Ich Gotteslästerung machen, ja. Bruder, lass mich kurz ausreden. Nein, die Araber, bitte, die waren auch hier. Bist du Türke oder nicht? Die Araber, die waren auch hier seit den 60ern. Nein, die waren nicht so viele hier. Die hier waren, waren alles aus Libanon. Und das sind fast. Ja, die sind für dich, bitte, das sind keine Muslime für mich. Okay, und für mich sind die keine Muslime, die unschuldige Menschen töten, Bruder, ja? Das sind doch keine Muslime, ja? Du kannst doch nicht Verse nehmen, die damals runtergekommen sind, die tötet die genau für damals. Wenn man das auf heutige Zeit bezieht, Bruder, dann ist dir nicht zu helfen. Bruder, ich habe dir eine kleine Frage gestellt. Bist du Türke? Ja. Bist du Türke, ne? Warum ganz Araber sagen zu euch, warum ganz Araber in arabischen Ländern nennen euch nicht mal richtige Muslime? Ja, warum nennen die Türken euch keine richtigen Muslime? Warum hassen die euch? Bruder, wegen Osmanischen Reich, die haben auch damals Türken verraten. Jetzt geht's nicht darum. Siehst du beantwortest meine Frage wiederum mal nicht. Nein, die nennen euch nicht mal Muslime. Für die seid ihr nicht mal Muslime. Ja, für Türken sind es auch, für sehr viele Araber sind auch keine Muslime, die unschuldige Menschen sind. Ja, deswegen, nein, und guck mal jetzt, wenn du mit mir über Islam redest, wenn du jetzt mit mir Islam redest, wirklich, du hast nicht mal 20% über Islam wissen. Was, bist du das sicher? Das ist das Problem. Bist du sicher, Bruder? Stell dir vor, du kannst die Sura, das war's. Das war's. Okay, das war's. Warte, du kennst mich nicht, Bruder, warte. Ist der Islam, aber Bruder, ist der Islam ein Buch? Du kennst mich nicht, um Urteil zu wollen. Ist der Islam ein Buch? Ja, das Koran ist ein Buch. Das ist der Islam ein Buch nun? Was, nochmal? Also ist das der Islam alles? Ist das Islam alles? Ich verstehe, hab die Frage. Was hat es damit zu tun mit dem, was ich rede, Bruder? Nur weil du gerade nicht antworten kannst, ist der Islam, komische Sachen. Ist der Islam, das, warte. Turaf al-Islam, weißt du was Turaf, die Geschichte vom Islam, ist das nur ein Buch oder nur dieser Kitab, Al-Quran? Mit dem, was du kommst, Bruder? Mit was du sagst mir, ich kann jeder Vers. Du kannst, nein, du kannst jeder Vers aus dem Koran. Hör mal zu, meine ganze Familie ist sehr religiös, okay? Ich habe auch. Ja, bei mir auch. Denkst du, bei mir ist es anders oder was? Kein Mensch, Araber, die ich kenne, Türken, Bruder, diese Art von Islam, von dem ihr erzählt, das ist nicht der Islam. Das gab es noch nie. Seit 2015 ist es in Deutschland so, Bruder. Ich habe noch nie gesehen. Guck mal, versteh mich nicht falsch. Du bist Türke. Genau wie wenn der Was hat das damit zu tun? Ich bin hier geboren, weil du die arabische Sprache nicht kannst. Das ist der Unterschied.
Bruder, ich kann jede Sure, ich sag auch auf Übersetzen, ist gar kein Problem. Bruder, soll ich dir was sagen? Ich bete nicht mal. Warte ganz kurz, Warte, Bruder. Mach Hallo, warte, Bruder. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Ich zum Beispiel bete leider zur Zeit oder schon länger nicht. Okay? Aber ich weiß, für dich bin ich kein Moslem. Das ist mir auch vollkommen egal, was du über mich denkst, Bruder. Aber das ist nicht der Islam, Bruder. Das sage ich dir, okay? Wenn man diese Verse auf heute bezieht, dann ist euch nicht mehr zu helfen. Wallahi ist nicht zu helfen, Billah ist nicht zu helfen. Das gibt's doch nicht, Bruder. Du kannst doch nicht Menschen töten, weil er deinen Glauben nicht hat. Wolltest du nur das sagen jetzt? Ja, weil du sagst, was es mich interessiert. Du sagst, ich bin Ex-Muslim, deine Meinung überzeuge mich. Wieso, verdammt nochmal, willst du überzeugt werden? Erklär mir das mal, warum? Erklär mir das mal. Weil guck mal, was ist erstmal deine Meinung dazu? Meine Meinung ist dazu, hey, gerne, mach doch, nimm doch die Religion an, was dir gefällt, Bruder, gar kein Problem. Aber warum schreibst du, überzeuge mich wieder, erklär mir das mal jetzt. Okay, weil hier steht, jetzt kommt der Koran. Weil dein Islam, Bruder, hier steht im Koran, ne? Steht im Koran, weil ich jetzt deinen Koran leugne und weil ich deinen Prophet nicht erkenne, bin ich wie ein Hund. Nein, niemals, für mich nicht. Für die meisten Menschen. Ja, dann lese mir einfach vor, was für dich, Respekt. Dann beschwer dich bei deinem Gott, nicht bei mir. Ja, dann beschwer dich bei Allah, nicht bei mir. Allah hat das geschrieben, nicht ich. Bruder, du weißt, guck, warte, wenn du unbedingt einen Test machen willst, pass auf. Allah ist einer, warte. Allahu Samad, der ewig unabhängige. Lam yalid, der hat nicht gezeugt. Lam yalid, wurde nicht gezeugt. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Bruder, ich kann das, gar keine Sorge. Okay? Ja, das kann mein Kind. Ich habe das gelernt mit 5 Jahren, Mann. Ich auch. Ja, also, aber, wo ist das besonders dran? Nein, ich sage, was ist das? Was würdest du mir damit sagen? Du sagst doch, ich habe gar keine Ahnung. Meine Meinung, die Leute, die dich zum Beispiel als Kafir sehen, wissen auch keine Muslime. Okay? Nimm doch die Religion, was du magst, ist doch gar kein Problem. Was sagen? Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, ich zahle freiwillig Kirchensteuer. Diese Religion stört mich einfach. Ja, das ist problematisch. Ja. Ich sag dir was, dann gehe ich raus. Hör mal zu. Weil ich will morgen nicht, dass meine Kinder hier aufwachsen, die gucken die an, ach, die sind Iraker, ach, die sind auch Muslime. Ja, das ist scheiße, die sehen uns alle mit in einen Topf. Die sollen sich verpissen. Genau diese Leute, hör mal zu. Genau diese Leute sollen sich verpissen. Die sollen weggehen von Deutschland. Die haben alles kaputt gemacht hier. Genau, die sollen gehen. Da bin ich auch deiner Meinung, Bruder. Na und, wenn du Christ bist? Wo soll er sich verpissen? Er ist selber ein Deutscher, der denkt über uns alle so. Bruder, Wallah, das gab es vor 2015. Weil so dumme Menschen, die bauen nur Mist auf die Straße. Die schmeißen uns alles in einen Topf. Ich bin auch deiner Meinung. Die Beste. Aber, okay? Die Beste. Ja, bitte. Bist du eigentlich Muslim? Alhamdulillah. Jetzt kommt der, du betest nicht 5-mal am Tag, gell? Nein, bleib doch mal ruhig, ich hab doch nicht zu Ende geredet. Okay. Du hast gerade gesagt, du zahlst freiwillig Kirchensteuer. Das wollte ich erklären, aber der Bruder lässt mich nicht ausreden. Ich sag dir auch warum. Ich war einmal arbeitslos, okay? Da habe ich kein Geld, damals war meine Frau schwanger für Kinderwagen. Bruder, die haben einen Antrag gemacht, die Kirche hat mir damals, das war 2006 oder, nee, nicht 2000, oh, ich weiß nicht, schon über 10, 15 Jahre her, die haben mir Geld für meinen Kinderwagen gegeben. Wenn ich ein dankbarer Mensch bin, zahle ich seitdem freiwillig Kirchensteuer, Bruder. Einfach aus Respekt. Verstehst du? So ein Mensch bin ich. Jetzt hast du deine Antwort. Die haben mir geholfen, Lo, die haben mir geholfen. Nicht mein Lust, nur die Kirche hat mir geholfen. Und ich bin dankbar und ich zahle freiwillig Kirchensteuer. Und das habe ich noch nie abgesetzt. So ein Moslem bin ich, wenn du es genau wissen willst. Du sagst doch, siehst du, wo die Christen moralisch sind? Von woher kommt das? Guck mal, die Besten. Der hat gesagt, er kam keine Muslim, der hat mir geholfen, aber die Christen, die haben geholfen. Ich weiß, ja, aus dem Stuttgart ist ein Moslem, es gibt doch Zakat. Guck mal, die Besten, genau, Zakat, aber guck mal, aber weißt du warum, ich sag's dir Besten, warum? Ja? Wallahi, die Muslimen,
sich durcheinander, da gibt es keine Liebe. Ich weiß, guck mal, die Leute schreiben, wir sind nicht mehr. Warte mal, die Leute haben recht. Guck mal, ich sag dir nur eine einzige Sache, ne? Ja. Du wärst du zu mir gekommen, ich hätte dir einen Kinderwagen gekauft. Dann hast du die falschen muslimischen Brüder gehabt. Oder du hast gar keine richtigen Brüder gehabt. Ich bin anders. Die moralische wärst Christen. Du zu mir gekommen, hättest du gesagt, Bruder, ich habe keinen Fernseher, ich hätte einen Fernseher gekauft. Ja, Bruder, Mollai, es gibt solche Menschen nicht. Schau, schau, darauf eine Gehe, bitte. Hoh absolut. Und Bruder, sollte was sagen? Wallah, Bruder, absolut, Mann. Jetzt übertreib nicht, bitte. Übertreib nicht. Wallah, das erste Mal in meinem Leben dass ein Muslim freiwillig Kirchensteuer zahlt. Weißt du, du bist doch richtiger Muslim, ne? Du bist doch richtiger Muslim, Schau, ne? Ja, weißt du, wie teuer das im Fernsehen hier? Wie teuer? Nicht teuer. Kommt drauf an, was du so Fernseher bekommst. Ja, okay. Wie viel würdest du ausgeben? Okay, wie viel würdest du ausgeben vor deinem Bruder hier? Bruder, ich habe geweint, wenn ich. Nein, nur kurz. Die Besten, bitte. Bitte, die Besten. Wie viel würdest du ausgeben vor deinem Bruder hier? Für 500 Euro, ich würde dir einen Fernseher kaufen. Weißt du, vor 500 Euro, weißt du, wie viel Familie kannst du ernähren, da an der Grenze von Syrien, die jetzt am Arsch sind? Aber warte, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, aber ein Beispiel, weil er sagt, dass die Kirche. Ja, dann geh helfe die. Dann kannst du 50 Familien damit helfen, anstatt einem Mensch zu helfen. Ich spende immer. Das sagen alle Muslime und deswegen sind die am Arsch. Guck mal, du bist nicht neben mir, du kennst mich nicht, sag nicht, dass ich nicht spende oder so. Ja, es gibt wirklich Probleme unter Moslems, das muss man wirklich eingestehen. Du kennst mich nicht, wen ich was gebe oder wen nicht. Ja. Was ich gebe an Sachen, Leute, gibt keiner. Und ich werde mein Leben lang diese Kirchensteuer zahlen und ich werde das niemals absetzen. Ich habe geweint, Land damals, wenn ich das nicht kaufen könnte. Die haben nicht mal Kassenzetten gewollt. Ich bin hin, ich sage hier, schauen Sie, der sagt, das ist doch völlig in Ordnung. Seitdem zahle ich Kirchensteuer. Bin ich dir ehrlich? Ja, nein, Bruder, das ist nicht falsch. Bis ich sterbe, 100% werde ich das zahlen. Aus Dankbarkeit. Kannst du machen, aber. Aber warum? Warte, schau, warum? Warum? Ja, man soll die Religion falsch respektieren. Warte mal, Max, nein, warte mal kurz. Aber was ist der Grund, der falsch? Weißt du, was der warum? Grund ist? Weil diese Leute, die da drinnen sitzen, das sind die Feinde Allahs, das sind keine Muslime. Die sind gegen den Islam. Das heißt, die sind Kuffar, gell? Schau, die sind Kuffar, gell? Ja, die sind Kuffar, ja, genau. Der Meinung bin ich nicht, Bruder. Der Meinung bin ich nicht. Schau, jetzt kommt dein ES aus dir raus. Bravo, Mann, ich will ihn. Da kommt der ES aus dir raus, Mann. Also, aber der hat recht, doch. Der hat, schau, recht. Du hast es so schlimm gemacht, die Leute haben sich alle bestätigt. Bruder, Wallah, das war echt falsch von dir. Aber der hat recht, Bruder. شاهو بيستو دا؟ يا دي بيستن؟ يا بيتي شاهو بيستو هي جبون؟ نه؟ وطا بيستو هوخ 2014 هي؟ نعم يا زيستو أبا بزايد وان بيستو هي ان دويشلاند؟ هوخ 2014 Ich bin seit 28 Jahren bin ich in Deutschland. Ja, bitteschön, die Besten. Das war nicht vom 2014, dieser Gedanken, okay? Das war nicht die vom 2014. Die 2014 kenne ich einzeln hier. Die fluchen Islam hier den ganzen Tag vor mir. Die kenne ich, die sind geflüchtet davon. Aber das sind die Leute, die hier gewachsen sind mit dieser einfach keine Ahnung, was die da im Kopf haben, was die da reingefummelt haben. Das ist das letzte Mal, dass ich reingekommen bin. Ich werde auch mit euch nicht mehr diskutieren. Macht, was ihr wollt, ist euch überlassen. Aber wie gesagt, am Tag der Auferstehung, ihr werdet in Rechenschaft gezogen, wenn ihr vor Allah kriegt. Wenn, du dann bitte aber mit einer Vorlage, schau, weil sonst wird das nichts. Wir wollen ja schon das deutsche Gericht beibehalten.
Du bist auch ja, aber Lady, ja, also, aber die Besten, aber ja, die Besten, ja. Hast du das gesehen, was wir Probleme haben? Warum haben absolut. Wir Probleme? Guck mal, hast du das gesehen, Klaus. Bruder? Ja. Hast du jetzt gleich gesehen, Bruder, warum die ganze Welt die Probleme hat? Warum die konnten nicht mal die Muslimen auf die Welt, so wie normal in anderen, weißt du, warum? Weil er hat, guck mal, erlebt er in Deutschland. Er lebt ja seit 28 Jahren schon in Deutschland. Er hat die Freiheit und Demokratie, macht, was er will. Und trotzdem, er sagt ja vor dich, dass du was falsch machst, weil du hast sehr gut respektvoll vor die Christen, weil du hast Damir. Weißt du, was Damir? Weil die haben dich geholfen. Du hast Damir, Achlag. Das war aber moralisch. Davor auch schon so. Genau, ja, aber der sagt ja, bei uns laut bei Islam, du machst es falsch. Und hast du jetzt gerade gesehen, Bruder, warum haben wir daran Probleme bei Islam? Verstehst du, was ich meine? Und jetzt kommt die wahre Gesicht, und weil am Anfang, verstehst du, er hat versucht, aber jetzt kam, das ist das Problem, die Besten, das reden wir über Islam. Denkst du, hassen wir dich zum Beispiel als Mensch? Nein, Bruder, das stimmt überhaupt nicht. Du bist Mensch so wie ich, du bist Insan. Wir hassen dich nicht. Aber das ist der Grund, die Herzen, und heutzutage, warum haben wir das Problem? Guck mal, die Christen, die lieben alle, die haben gar keine Probleme mit dem Allen. Das ist die moralische Christen. Ich will nicht, dass Tapatien hier begrüßen, aber nur, dass du Christ genannt haben, weil der Carlo, ich akzeptiere seinen Livestream, weißt du, weil er will das nicht und akzeptiere, und ich habe Respekt vor Bruder Carlo. Verstehst du, was ich meine? Aber ich will nur das ein Punkt sagen. Weißt du, das ist die moralische Christen. Das haben wir von Jesus geerbt. Verstehst du, was ich meine? Du warst du Muslim, aber du siehst, du keine Muslimbruder vor dich ist. Weißt du, die Muslimen, die denken jeder sich selbst. Er denkt nicht nach Achu, au Uchtu, Achu fil Islam. Das gibt Liebe nicht. Guck mal, wie die in Dubai und dort sie die leben. Und guck mal, die Syrer-Mensch, haben die Tür geöffnet vor die Muslimen, zum Beispiel Kuwait, Katar, vor die Syrien. Ja, die Besten. Ja, nein, Bruder, weißt du warum? Weil der Islam, guck mal, Sunniten hassen die Schiiten, Schiiten hassen die Sunniten, Aleviten hassen die Kurden, Kurden hassen die das hier. Weil der Islam hat nichts durcheinander durch die Liebe. Aber ich habe selber, ich war auch Muslime, nur dass du Bescheid weißt, Bruder. Ich habe moralische Liebe gelebt, Jesus. Weißt du, wie der, das habe ich gesehen, wo ich das noch nie gesehen habe bei Islam. Jesus, was soll ich dir sagen? Ich will nicht predigen jetzt über Christen. Aber wenn Gottes Segen, Bruder, Gottes Segen. Aber ja, Max. Warst du Sunniten, aber? Ja, ich war Sunnite von meinem Vater. Ganz kurze Frage, ich muss da noch langsam raushauen. Euch alle, weil das ist mir neulich sehr, sehr stark aufgefallen. Aber warte mal, die Besten, entschuldige mich, dass ich unterbreche. Du kannst jedes Mal gerne zu uns kommen. Wir würden so freuen, dich kennenzulernen. Verstehst du, was ich meine? Wir sind gerne. Geschwister. Wir können einander folgen. Ja, du kannst auch so gerne im christlichen, okay, das ist christlicher Livestream. Du kannst wirklich jedes Mal gerne, wenn du möchtest, ich kann dir auch immer so christlichen, ich meine nicht, dass du, nein, ich rede nicht, dass du, die würden sagen, oh, Vater, keine Ahnung, versuch dir es. Nein, ich meinte, du kannst bei Carlo. Ich habe verstanden. Nein, bei Carlo. La wallahi mutaqiya. La la, ahna ma adna taqiya al masihiyin. Tarakna Carlo. Aber die Besten, alles Bruder. Ich will nicht von dir, wie sagt man das? Wir wollen nur, dass du jederzeit kommen gerne. Bei Carlo kannst du jederzeit gerne kommen. Wenn du Fragen stellen über Islam, wenn du hast Fragen über Christentum, du kannst jedes Mal gerne wirklich. Du bist so vernünftiger Mann, du bist so respektvoller. Du hast Damir, du hast Achlag, du hast Scharaf. Okay, genug. So ein guter Mensch. Ich habe eine Frage. Danke erstmal.
Farah macht die christliche Jihad. Ich habe die Frage nicht vergessen. Bitte ganz kurz, ganz kurz. Ja, klar, gerne, Bruder. Ja, also mir ist aufgefallen, dass diese Leute, die sich hier nicht benehmen, Türkei hat ja dreimal so viel Flüchtlinge aufgenommen, gell? In Türkei hat frei kein Flüchtling sich getraut, eine Minderjährige zu vergewaltigen oder irgendwelche Leute umzubringen, weil die wissen ganz genau, die kriegen dort Schläge ihres Lebens. Und wo Erdbeben war letztes Jahr, gell? Ich habe da auch Videos leider gesehen, da hat man halt gesehen, dass Flüchtlinge dort helfen, weißt, wo Trümmern sind, man dachte, die wollen Menschen rausholen. Aber die haben gemerkt, dass die Handys suchen und Geld beuten, okay, so. Wo die türkischen Polizisten und Bevölkerung das rausbekommen hat, die haben so Schläge bekommen. Ich habe Videos gesehen, ne? Und guck mal, das ist das Komische, was mir auffällt. In Deutschland vergewaltigen die 15-jähriges Mädchen, töten hier Leute, die ihre Meinung sagen, aber in Türkei benehmen die sich. Also mir sagt das schon, hey, okay, die wissen, wo ich was machen kann. Und das ist meine Meinung, pure Ausnahme. Jetzt würde ich gerne... Die Beste. Der Gesetz gab es immer eigentlich. Das war ja nicht vom Muslim oder das ist derjenige, der das macht, der kriegt diese Strafe. Das ist ja halt Strafen, was kein damit einverstanden ist. Kein damit einverstanden. Kann man auch nicht ändern. Wirklich. Leider ist so. Ich will auch, dass hier die Polizisten hier in Deutschland ein bisschen strenger sein. Wirklich. Ein bisschen strenger sein. Die sind aber so lieb einfach. Genau, ich kann das nicht. Erinnerst du dich dran, vor drei, vier Jahren, vor zwei Jahren, drei Jahren, war auch in der Türkei, kann man auch. Fünf, sechs Surer haben die so ein Video gepostet über TikTok. Wir machen Türkei zum islamischen Land, wir machen hier Syrien, wir machen hier unsere eigene Dings. Sind die nicht alle abgeschoben? Ja. Nächsten Tag, nicht, zwei Tage nicht. Später. Ja, zwei Tage später, die haben die alle Leute gesammelt und die abgeschoben. Sofort nach Syrien. Und das passiert in Libanon gerade, in Ägypten, in Saudi-Arabien. Die machen das Gleiche, egal. Ich sag ja nicht alle Syrer, aber da gibt's, ich sag dir ja, warum habe ich dir am Anfang an gesagt, das sind IS-Leute. Verstehst du, egal wo die hingehen, die wollen die Scharia haben. Genau was sie wollten in Syrien und in Irak. Die sind nicht ausgestorben, die sind einfach hier gekommen, auf dem Weg, ja. Die sind auf dem Weg gekommen nach Deutschland, alle ganze Pässe weggeschmissen, wir haben kein Pässe, wir werden bekämpft und wir haben alles verloren und. Verstehst du? Und da finde ich schwach vom, zum Beispiel vom hier, dass die Kontrolle nicht richtig kontrolliert haben. Verstehst du? Ich war 2014, als wirklich, das ist nicht mal ein Kilometer von mir entfernt hier, ist Asylheim, glaub mir. Ne? Ich habe die alle geguckt, ich habe gesagt, Alter, das sind alle ES-Leute, Mann. Alle ES-Leute, weil. Ja, alle ES-Leute, die dachten, weil ich sehe auch nicht so wie ein Araber aus, ne? Die dachten, ich bin so ein Türke, dass ich kein Arabisch, wirklich, wirklich. Ne? Aha, aha. Ich habe so getan, wirklich ES-Leute. Ach du Scheiße. Siehst du, was ich meine? Ja, das ist das hier. Ja, geh mal auf arabische Lives hier in Deutschland. Auf arabische Lives, die hier in Deutschland leben. Ey, ohne Scheiß. Du musst mich jeden Tag tun. Komm einfach hier den zweiten Tag, wenn ich live bin. Ne? Dann siehst du die ES-Leute. Letztes Jahr wurde doch zwei junge Mädchen auf dem Schulweg doch von einem Asylant abgestorben. Habt ihr das kam mir überall in den Medien. Ne? Also zwei Mädchens, die wollten in die Schule, die waren 11 oder 13, dann wurden die attackiert und eine ist ja davon gestorben, die Ece. Ne? Pass auf, ich wohne genau dort, in der Nähe sogar, und der Vater von Ece, das war eine türkische Familie, und der Vater hat ja mal die Handyverträge bei mir gemacht, so. Ne? Und da hat es auch ein türkisches Mädchen erwischt, aber noch nie in der Türkei haben die sich sowas gewagt, weil die wissen, die Polizisten schieben denen Metalldinger, TikTok sportlich in den Arsch, aber hier sind die zu schlau, um diesem wunderbaren Land auszunutzen, und das macht mich halt traurig, wallah, richtig traurig. Ja, das ist undankbare Menschen, verstehst du? Also die Deutschen haben Essen gegeben, Teller gegeben, die haben einfach auf den Teller gespuckt wieder. Carlo, Bruder, Salz, die haben deren Salz gegessen. Ja. Sag mal, du hast Salz gegessen von denen, weißt du? Ja. Du hast Salz von denen so gegessen, dann machen die so. Unfassbar.
Ja, und die Beste ist, und ganz ehrlich, guck mal, wenn schade, dass du nicht Arabisch verstehst, aber wenn du in arabischer Livestream, du siehst du wirklich, das ist so traurig, dieses Land, der hat die Türe geöffnet, obwohl die arabische, muslimische Länder, die haben diese Tür nicht geöffnet und die Muslimen selber, Geschwister nicht geholfen. Weißt du, die beleidigen Deutschland ganze Zeit so viel Hass, weißt du, dieser Hass, und da war der Kalukat, die es vorher gesagt hast, das stimmt so wirklich die Beste, das hundertprozentig. Und deswegen, das ist leider so ist, und sehen wir auch so viele Hass durch die Christen und Juden, die meisten. Und das, und weil du jetzt gerade gesagt hast, weil kann sein, du hast noch nicht das damals erlebt, das meinte ich. Aber ich weiß, was ich mir wünsche, dass endlich Messias und diese ganzen Sachen endlich passieren soll, wenn es geht. Einfach nicht mehr so weit hinter der Welt. Wirklich, Jesus genau. Soll endlich kommen. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Zeit soll wirklich kommen, es ist wirklich reif. Meine Meinung. Ja. Und das war der Grund, weißt du, was ich meine? Das war der Grund. Abu Garmania, ja, Abu Garmania. Ich wollte gerne deinen Arm sehen. Du hast gesagt, ja, mein Arm ist so dick wie du. Ich wollte gerne deinen Arm sehen, du Heuchler. Aber keine Eier, ne? Komm, sei ein Mann und ich nehme dich hoch, ich kick die alle runter und mach Kamera auf und sag mal, schick mal deine Adresse. Ich spucke auf mein Gesicht, wenn ich dir meine Adresse nicht schicke. Abu Garmania. Ich spucke auf mein Gesicht, wenn ich dir meine Adresse nicht schicke. Du versteckter IS. Aber Leute, es hat mich gefreut. Ich muss jetzt langsam gehen. Ich muss morgen arbeiten. Danke für das nette Gespräch. Sehr, und sehr gerne. Ich muss wirklich sagen, vor allem ihr halt aus den arabischen Ländern, die vom Islam ausgetreten sind, ihr habt wirklich ein schwieriges Leben. Das muss man wirklich sagen. Und es geht einfach nicht. Ja. Möge Gott euch helfen. Gottes Segen an euch alle. Ich muss jetzt auch ins Bett gehen. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Und schön, dass du da warst. Und schönen Abend noch. Grüße, Liebe. Wie sagt man das? Grüße, viel Liebe für deine Familie. Danke. Den Kinder auch. Und wie gesagt, jederzeit kannst du zu uns kommen. Bei Carlo auch. Carlo, der... Carlo, der ist... So eine friedliche Mensch und so ein großes Herz hat er. Der ist ganz lieb, Carlo. Okay, danke schön. Ja, wir auch. Guten Abend, Eddie, Bella, Lady, Wocharis. Ciao, alles Gute. Und Lux auch dir. Schönen Abend. Leute. Danke, ciao. Danke, oh, Ade. Ciao, die Beste, ciao. Siehst du, Carlo? Ja. Max? Bist du eine Iraker? Meinst du mich? Bist du eine Iraker? Halb Iraker. Echt? Halb Iraker, halb Libanese. Nein, dein Papa ist Iraker oder deine Mama? Ja, mein Vater ist Iraker. Echt? Von wo Irak? Bagdad. Ah, Anakaman in Bagdad. Und was wollte ich gerade sagen? Verstehst du kein Arabisch, Max, oder? Na, nicht so gut. Meine Eltern haben ein bisschen viel Deutsch gesprochen, wo ich kleiner war, weißt du? Bist du hier in Deutschland geboren, Max? Ja, auf jeden Fall. Okay, und deine Mama ist Libanese und dein Papa ist Iraker? Ja. Okay, sehr schön. Okay, ich komme, und von wo Irak, weißt du dahin? Von wo Irak genau? In Bagdad, sorry. Wie nochmal? Wo in Bagdad genau, weißt du davon? Wo er genau in Bagdad geboren ist, oder? Nee, dein Papa. Von wo in Bagdad? Weil da gibt es so viele Orte. Ja, das weiß ich gerade nicht. Ah, okay. Das ist schön. Ja. Ein Akzent ist manchmal so. Weißt du, mein Vater redet manchmal so, meine Mutter so. Ja. Bis der Hatschi al-Iraqi hallo, ha? كلش حلو الحكي العراقي يا والله und du ich wollte fragen was Muslime davon ne richtig ja aber der aber Typ meinte eben der hat Kirchensteuer gezahlt richtig ja hast du das gesehen ja weißt du warum so muss man auch denken weißt du
Ende Damir, Max. Ja, ja. Weil Ende Damir hat, Ende kein Ende Damir. Weißt du, was Damir bedeutet, oder? Nein. Ja, egal. Hat er auch Carlo? Ich war gestern bei Carlo oben. Ja. Wo ich beleidigt habe gestern. Habe ich dich beleidigt? Nein, du hast mich beleidigt. Ich weiß gar nicht, wer. Mit irgendeinem hast du dich beleidigt. Ich weiß aber nicht, wer. Ja, da sind viele Idioten. Einer davon ist hier Abu Garmania. Abu Garmania, sei ein Mann, komm mal hoch. Komm mal hoch, zeig dich. Zeig dich und ich gebe dir meine Adresse. Komm mal hier, du Nachrichtgangster. Oder du kannst nur Nachrichten schreiben. Der will dich nur ärgern. Ha? Du kannst mir ja privat schreiben, aber hier hast du ja nicht die Eier. Komm, schreib, was du denkst. Komm hier, du Gangster, angeblicher Gangster. Komm hier. Komm, wenn du ein Eier hast. Komm, angeblich konvertierter Muslim. Max, bist du Muslim? Ja, ich bin Muslim, Alhamdulillah. Okay. Ja, wie soll ich, ja, ich kann auch sagen, ja, komm doch, gerne, komm. Kein Problem. Komm, Abu Garmania. Habe ich dir einen Namen gegeben eigentlich? Abu Mu'minin, Abu Aisha. Komm mal hoch. Trau dich. Sei ein Mann, ne? Und mach deine Kamera auf und verlange meine Adresse. Ja? Kein Problem. Nein, komm einfach hoch. Ich schreibe ja nicht hier, bin ein Frauenmann. Komm, du bist doch ein Mann. Du willst ja mit Wahhabiten kommen und mich packen. Kein Problem, komm einfach. Ja, Rabbi. Du hast alle Akkle, Carlo, du hast rasek, bras hadoule. Baba, du khalium. Ich sag dir, Abu Garmania, ich sag dir ehrlich, ne? Ehrlich, komm hoch, mach deine Kamera auf und sag mal, ich will deine Adresse haben. Ich mache auch meine Kamera und ich gebe dir meine Adresse vor allem Leute. Okay? Kein Problem, sei ein Mann. Wenn es ist, bisschen ein Mann. Ja, sag mal, bisschen Männlichkeit aus dir. Ja? Du bist sowieso, für mich sowieso kein Mann, aber sag die Leute, dass du ein Mann bist. Und nicht hier schreiben. Verstehst du? قالوا خلاص لا دير عقلك بهذا ولا يا عيني كل عقلك لا تدز ولا شيء قالوا لا تدز عنوانك نعم mit solche Leute mit DS habe ich keine Angst mit eine Kompetenz يا عزيزي مو على مود الأنس مو على مود بس لا تحط عقلك بعقل هذولا Nein, der hat mich bedroht, der hat gesagt, ich habe deine Adresse gegeben, in sunnitische Telegram habe ich deine Adresse gegeben, wir werden dich erwischen und, verstehst du? Komm, Azizi, lass dich doch. Komm, dann gucken wir, wer man ist. Hallo, du siehst doch, Abu hat so eine große Angst davor. Ja, weißt du, der ist so ein typisches Kleinkind. Genau, das ist. Nein, du willst die Adresse haben. Du willst die Adresse haben? Komm, zeig dich, kein Problem. Ich gebe dir meine Adresse. Kein Problem, mach deine Kamera an. Ich kick die alle runter. Ich mach dich groß auch. Und sag mir, Carlo, ich will deine Adresse haben. Ja? Ich komme ein paar Leute Wahhabiten. Wir wissen, was du da machst. Ihr sucht mich doch die ganze Zeit. Du suchst mich doch die ganze Zeit, Mann. Komm, sei ein Mann. Ich hole auch, wenn du willst, hole ich auch Dings. Hole ich, damit du mit deinen Wahhabiten komme ich mit Alimo auch. Okay? Dann habt ihr zwei in einen Pfeile. Was willst du noch? Du brauchst deine Adresse. Doch, du hast es geschrieben. Gib mal deine Adresse. Ja, okay. Edi, was ist los mit dir? Edi, komm hoch und runter. Nein, der guckt rüber. Ich weiß es gar nicht, was ist los mit Edi heute.
Der ist an mich verliebt, aber er will mein Interesse haben. An mich verliebt, verstehst du? Er will mich treffen. Ich gefalle ihm, verstehst du? Er steht auf so einem. Du weißt ja, brauche ich ja nicht sagen. Verstehst du? Und er will unbedingt meine Adresse haben. Er ist ein verliebt, Leute. Farage, wie kamst du eigentlich zum Christentum? Ach, lange Geschichte, Max. Ja. Zum Beispiel, wo ich kleiner war. Ich freut mich, ja. Guck mal, ich bin auch groß geworden mit fast nur Christen, weißt du? Und man hat sich gegenseitig respektiert. Ich war sogar Kirchengänger, ich bin mit den Kirchen gegangen. Sehr schön. Die haben bei mir geschlafen, nicht bei denen. Wir haben uns Essen geteilt. Wenn jemand in schwierigen Situationen war, hat man sich geholfen, weißt du? Das gibt's nicht, dieser Hass. Die Christen, meinst du? Naja, wenn ich zum Beispiel was hatte, dann haben die mir geholfen. Wenn die ein Problem hatten, habe ich die geholfen, weißt du? Aber wenn jemand kommt und sagt, das sind unsere Feinde und was weiß ich, der hat Kopfwäsche, weißt du, das ist krank. Mhm. Mhm. Magst du Leute nicht? Ja, das ist so, weißt du, ja. Das ist, und du weißt genau, die Christen in Irak, da sind so viele schwere erlebt. Das, was ich meine, es tut mir so leid von denen. Die haben auch sehr schwere Zeit erlebt dort. Bis zu heute. Ja, warst du schon in Irak, Max? Nein, noch nicht. Noch nie, warst du noch nie dort? In Bagdad warst du noch nie. Ich vermisse Bagdad so sehr, Max, glaub mir. Ich will unbedingt einmal nach Kerbala einmal. Kerbala? Ah, bist du Schiiten? Ja, Alhamdulillah. Ah, okay, ja. Ja, das ist schön. Ja, das weißt ist du, da gehen auch viele hin, da gehen nicht nur Schiiten, da gehen Christen. Schiiten, die sind sehr, sehr, sehr nah zu Christen. Ja, die meisten. Ja. Also ich kenne ich habe bis jetzt noch keinen Schia gehört, der gesagt hat, Christen sind unsere Feinde und man muss sie töten und was weiß ich, TikTok-Sport. Ja, aber bei euch, ja, das sind Terroristen, dieser TikTok-Sport, ich hab hier nicht, aber nicht das heißt, Max, dass euch richtig sind. Seid ihr auch nicht richtig? Also guck mal, das Ding ist, bei mir, ich bin groß geworden, ich musste nicht lesen, was ist richtig, was ist falsch. Ich hatte direkt Liebe. Weißt du, wir folgen ja zum Beispiel Mohammed und seine Familie, ja. Ja, Ahlul Bayt, und ich hatte direkt die Liebe bei mir drin. Ja, nur Ali, meinst du Ali und Hassan und Hussein? Ja, nach dem Propheten, ja. Ja, Ali und Hussein, die Familie. Leute, ich muss Laden zumachen. Ja, alles gut. Achso, meinst du Max al-Ali wal-Hussein Ali? Was hast du schon mal ein bisschen von Ahlul Bayt recherchiert, Max? Kennst du ein bisschen schon aus? Also ich kenne die Bücher, also manche Bücher. Was Ali damals gemacht hat und was ist mit dem Fatma? Aber weißt du Fatma zum Beispiel? Die Fatma, die ist nicht die Tochter von Mohammed, weißt du davon, gell? Natürlich. Ja, die ist die Tochter von Hadija. Das ist keine Tochter von Mohammed. Nein, das ist die Tochter von Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Nein, nein. Fatima Zahra, alaihi salam. Nein, nein, das ist nicht. Das ist das erste Mal, dass das nicht die Tochter ist. Wallah, das ja, siehst du, weißt du warum? Weil du hast die Quelle nicht gelesen. Ja, wo steht das, dass das nicht die Tochter ist? Ihr Lieben, ich verabschiede mich kurz. Entschuldigung, dass ich euch störe. Alles aber gut, Bella. Wünsche euch einen schönen Abend und bis die Tage mal. Ne? Macht's gut. Danke, Bella. Danke, dass du hier warst. Ciao, ciao. Ich mache mich dann auch runter. Ich muss morgen auch arbeiten. Dann noch froh schaffen euch und bis dann. Julie, deine Stimme. Ich finde das so. Mina, weil die es jetzt sagt, muss ich dran glauben, oder? Ich sehe das gerade als Quatsch. Weißt du schon? Nicht richtig. Siehst du, ihr seid nicht richtig, sagt sie. Ja, ja klar. Sie denkt jetzt, weil du gesagt hast, nein, sie ist nicht die Tochter, dass das jetzt stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, die ist nicht die Tochter. Die ist, guck mal, die Tochter von Khadija. Von ihrer Mann, von gestorbenem Mann. Bleib, guck mal, du kannst glauben an was du glaubst. Bleib so wie du bist. Egal was du bist. Ne? Dein Glauben, du kannst von mir Sunnite auch sein, aber Hauptsache, dass du Respekt hast vor anderen Menschen und anderen Glauben. Das war's. Ja. Schiiten. Die meisten, das ist auch, wie gesagt,
Sie haben diese respektvolle, das finde ich echt gut. Das aber Farah, von wo hast du das gehört eigentlich? Von wo hast du das mitbekommen? Das verstehe ich nicht. Wo steht das? Oh, das ist, weißt du, guck mal, Max, das ist lange Geschichte, aber ich kann sehr gut... Weil das widerspricht dann sehr viel, weißt du? Ja, ja, ich war sehr viel, ja, ja, oh, was soll ich dir sagen, wo ich weiß richtig viel Sachen und ich habe auch einen Teil von Familie, die waren auch Schiiten, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Und deswegen, ich weiß, was so viele genau und was Ali damals gemacht hat und was ist passiert mit dem Fatma am Ende, warum Fatma, wie ist gestorben? Weißt du, wie die gestorben ist? Ja, der Ali hat sie getötet. Na, ach, Astaghfirullah. Ja, ja, ich weiß, das ist für dich die Wahrheit. Dann kommt wieder die Debatte und was weiß Bruder ich. Oder Carlo, Habibi, hast du davon auch gehört? Aber er weiß dass Carlo Ali auch. Vater, die Zahra Al-Islam getötet hat, höre ich das erste Mal, wallah. Ja, das ist, ja, bleib so, wie du bist. Geh auch nicht da. Bruder, hallo, Habibi, ich habe nur eine Frage. Deshalb bin ich auch eben erzählt. Ja. Bruder, was nochmal genau diese Nikah? Warum? Warum hast du verzweifelt? Oh, warte, er hat was gefragt. Was meinst du, Carlo, Bruder? Was meinst du? Hast du Verzweiflung? Nein, Bruder, auf gar keinen Fall. Nein, ja, dann lass. Dann lass. Ich wollte dich nur fragen, Bruder, ja, hallo, was ist? Frag nicht, lieber. Nein, nein, nicht zu dieser Frage. Was ist nochmal genau? Die andere Frage, die andere. Nikah bei denen. Nikah? Guck mal, Nikah. Was heißt das, Nikah? Nikah? Ach so. Diese Guck mal, die nennen das, was bei denen so... Guck mal. Oder Karo, das auch erst mal bestimmt. Guck mal, Nikah. Ja. Yeah. Komm mal, Adi, ich mache zu. Ciao, ciao. Carlo Winnente. Max, das ist eine schwierige Frage, was du jetzt gerade gefragt hast. Ja, ich wollte das nur mal wissen, weil die sagen ja bei uns Mutahar, bei denen ist aber Jihad al-Nikah oder Messiar. Was ist das aber? Ich erkläre dir das andere Mal, okay? Ja, Bruder. Ja, weil du hast das gestern, okay. Weißt du, wo du dich mit denen gestritten hast, hast du das gesagt. Ist eigentlich nicht. Bei euch gibt es zum Beispiel Zawaj und Mut'a, aber jeder macht das nicht. Ne? Ich habe von Mut'a noch nie gehört. Nur wo ich TikTok gesehen habe, habe ich davon gehört. Ja, noch das nie ist, von, ja, ja, ich weiß. Ich halte auch nichts davon, Bruder, von diesem Mut'a. Ich weiß, ja, macht er auch nicht jeder. Verstehst du, was ich meine? Bei uns gibt es 5, 6 verschiedene Heiratarten. Ja. Verstehst du? So eine normale Heiratsart auch. Da kannst du jeden Tag heiraten und dich scheiden lassen. Oder die sagen dann immer, willst du deine Schwester von Mutter? Wallah, wenn jemand kommen würde und fragt, kannst du mit deiner Schwester Mutter haben, Bruder, der geht direkt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß. Das ist ja dieser Ausdruck. Ja, aber Max. Ja, ihr macht das. Verstehst du, was ich meine? Aber, ja. Aber ich schicke dir ein Video über solche Zawaj. Verstehst du? Aber gibt's ja, schon, Max, wir machen Mina, das. Ich diese Mina nicht, warum ist diese Mina so hasserfüllt die ganze Zeit? Was ja. Mit der, was bei dir passiert im Leben? Ich check das nicht. Aber Max, nicht, das heißt, dass sie mich machen, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, weil, ich weiß, es gibt bestimmt Leute, aber die machen, aber ja, du bist, ja, aber die machen sehr viele dieser Zawaj al-Muta, ja? Nur, dass du ja, aber habe ich noch nie was gehört und distanziere mich von dieser Sache. Ja, wenn du hier geboren, Max, wenn du hier geboren, wie alt bist du, wenn ich darf fragen? 29. Oh mein Gott, du bist sehr jung. Ja, nicht sehr jung, aber ich meinte, du bist so 2000 geboren. Verstehst du, was ich meine? Und das ist, ja, und das bist du hier geboren in Deutschland. Und ja, aber warum argumentieren all diese Leute gegen uns immer nur mit dieser Mutter-Sache? Sonst können die nicht. Ja, weil die machen das. Ich erkläre dir. Na, Khalini Farah. Bruder, du kommst ja nicht schlecht. Ja, warte, ich erkläre dir das. Mein Farah, ciao, Carlo. Ciao, Habibi. Ja? Adi, pass auf dich auf. Ciao, ciao. Ja, mach ich. Und Mina, schick mal keine Anfrage, bitte. Jetzt weiß ich, du willst jetzt die Schiiten auch fertig machen. Ich weiß, wie du. Bruder, diese Mina ist irgendwie voll hasserfüllt. Ich check das nicht. Ja, ich bin so respektvoll zu der. Die hat gegen alles. Aber die ist ganz lieb, ehrlich. Ich muss ja zugeben, nur halt, sie glaubt an gar keine Religion. Und das musst du auch akzeptieren. Ja, Bruder, das respektiere ich schon, ja, weißt du? Ja, deswegen. Aber
Guck mal, Bro. So Ajin Mutter ist bei euch, das steht der Koran, dass du so zum Beispiel. Es gibt auch, es gibt wirklich ein paar Moschees, ne, die schiitischen Moschees, und die treiben da so Ajin Mutter, aber niemand den Mutter will und so weiter. Es gibt es, bei Irak gibt es auch zum Beispiel, die kommen ja aus Irak. Diese so Ajin Mutter gibt es auch. Das ist ja Gesetz im Koran, ne, und hat, es wurde erlaubt, und damals. Und damals haben die das weggeschafft. Muharram. Bei Sunna ist das nicht mehr. Ich erkläre dir das nur kurz. Also diese Mutter-Sache regt mich richtig auf. Man geht so nicht schleifen, gesagt, Mutter hat. Was Mutter? Ich habe von dieser Sache noch nie gehört. Wallah, ich würde das niemals machen. Hi. So. Ja, Zawaj al-Mut'a, wenn du Schiiten fragst, ist es besser. Weil ich war ja Sunnite, und ich kenne nur auf meiner Seite. Auf eurer Seite kenne ich ja nicht. Aber die Zawaj al-Mut'a ist bei euch, da steht ja im Koran. Ja. Und Abu Bakr. Abu Bakr und Amr, habe ich gehört, haben auch Mut'a gemacht. Die haben ja Mut'a gemacht, und dann hat die haben das weggeschafft. Ja, Omar hat gesagt, Mut'a muss weg. Ja. Das Prophet ja, hat erstmal erlaubt. Ja, aber dann guck mal, empfehle ich dir als eine Sunnite, als ein Schiite, du bist ja Schiite, empfehle ich dir, such dir die Quellen aus, warum hat er die weggeschafft. Omar meinst du jetzt? Du musst ja gucken, warum wurde das weggeschafft. Aber kann Omar das überhaupt machen, wenn der Prophet sagt ja und Omar kommt danach und sagt nein, kann der das überhaupt machen? Ja, die waren die Khalifa danach. Ja, aber das, was der Prophet aufgestellt hat, kann er danach Sachen sagen, nein, das geht ist ja nicht. Das ist ja nicht vom Prophet, das ist ja vom Allah. Ja, also noch schlimmer, dann hat er das von Allah weggeschaffen, wenn ich. Aber wie gesagt, ich empfehle dir, such dir die Geschichte, warum wurde das erschafft. Ja, Bruder, ich informiere mich mal darüber. Ja. Wie gesagt, Bruder, ich entferne mich von deren, oder ja, deren, also die haben ja nicht Mut'a gemacht, sondern deren Frauen haben die Mut'a getrieben. Deswegen haben Bruder, die das weggeschafft. Asma bint Abu Bakr war die erste, die Mut'a gemacht hat, für eine Tat kennt. Deren Frauen. Asma bin Abu Bakr. Die Frauen von denen. Ja, genau. Und dann sagen die zu uns, lassen deswegen haben die weggeschafft. Ja. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, schreib mal einfach, wie viele Zawaj-Arten gibt es ja bei Sunnah. Dann guck dir das mal an. Ja, Bruder, mach okay? Ich. Heidi, mach es gut. Wir sehen uns. Gucken wir vielleicht morgen oder so, bin ich wieder weg. Inshallah. Okay, ciao.